Ja, das heutige Thema ist das Recht. Das ist ein weites Thema, ein weites Gebiet. Und heute wollen wir erst einmal auf die Prinzipien eingehen und dann auf das natürliche Recht. Und da stellt sich natürlich zunächst einmal gleich die Frage, was ist Recht überhaupt und wozu dient es? Und das ist ja nicht irgendetwas, was man sich ausgedacht hat, sondern das muss etwas sein, was vom Menschen ausgeht. Das heißt, das ist in der Natur des Menschen mit begründet. Der Mensch wurde ja ursprünglich frei geboren. Und er hat diese Freiheit eingetauscht oder einen Teil davon eingetauscht für die Erkenntnis, wie das beschrieben ist, in der Genesis, in der Bibel zum Beispiel oder im Buch von Adam. Und das heißt, er hat etwas aufgegeben von seiner träumerischen Freiheit und ist jetzt in eine andere Freiheit eingetreten, und das ist die Freiheit des Bewusstseins. Das heißt, jetzt kann er bewusst sich entschließen und ist eigentlich unabhängig davon, wenigstens ein großes Stück weit, von ganz strikten Vorschriften. Das heißt, der Mensch kann sein Leben so gestalten, wie er das will. Das ist seine Natur, das ist auch seine Aufgabe. Und wenn er wirklich sozusagen sich um die Erde kümmern will, wenn er für sie Sorge tragen will, dann braucht er alle seine Rechte intakt. Und was sind diese Rechte? Diese Rechte sind natürlich das Recht auf Freiheit, das Recht Eigentum zu haben, welches einem nicht einfach weggenommen werden kann. Ja, das Recht, einen Beruf auszuüben oder eine Berufung, besser gesagt, etwas, was der Mensch für sich für wichtig erachtet. Und natürlich auch, was im Verband mit anderen einen Wert schafft. Ja, etwas, was den anderen Menschen etwas gibt, genauso wie er von anderen Menschen etwas bekommt, was Wert hat. Das nennt man dann eine Gemeinschaft. Also das Recht als solches, als Überbegriff, das muss wirklich vom Menschen ausgehen und muss auf den Menschen münden. Das heißt, der ganze Sinn und Zweck des Rechtes ist, dem Menschen all das zu ermöglichen, was er tun muss, oder besser gesagt, das, was er tun muss oder tun will, zu sichern und sicherzustellen, dass er das auch kann. Und da ist es selbstverständlich, dass solche Prinzipien wie, man soll nicht morden, man soll nicht stehlen, das gehört natürlich alles mit da hinein, denn das ist selbstverständlich, dass man das nicht tut, weil man somit sonst eben die Rechte und die Möglichkeiten eines anderen beschränkt. Also das Recht, um das zusammenzufassen, dient dazu, die Energie der Menschen, die sie in irgendeiner Form aufbringen, zu schützen. Und das heißt natürlich alle Energien. Das heißt, begehe ich eine Tätigkeit oder verübe ich eine Tätigkeit, die die Energie eines anderen wegnimmt oder ihn derer beraubt, dann bin ich nichts weiter als ein Parasit. Das heißt, ich habe dann kein Recht. Warum habe ich kein Recht? Weil ich die Energie eines anderen verwende, möglicherweise ohne, dass er dem zugestimmt hat. Und da hilft es auch nichts, wenn ich ihn da täusche und ihn sozusagen in das Licht führe, sondern die Tatsache ist ganz einfach die, ich habe ihm etwas genommen, was ihm gehört, und auch wenn ich das unter Trickserei gemacht habe, so bin ich ihm das dennoch schuldig, denn das ist in der Natur so begriffen, das kann man überall sehen, dass eben alles im Ausgleich sein muss. Und der Ausgleich wird früher oder später gefordert. Das ist immer der Fall. Also das Recht muss in der Natur des Menschen begründet sein und auch auf diese zuarbeiten, diese begünstigen, diese unterstützen. Das heißt, Ziel und Zweck des Rechtes ist vom Ausgangspunkt her der Mensch und vom Zielpunkt her auch der Mensch. Und so muss das Recht allen Menschen gleichermaßen dienlich sein. Das heißt nicht, dass hier eine Gruppe von Menschen ein Recht schaffen kann, künstlich schaffen kann, was dann einer anderen Gruppe von Menschen diese Rechte abspricht oder deren natürliche Rechte sozusagen untergräbt oder sogar vernichtet. Das heißt, das Recht kann wirklich nur dann vernichtend sein, wenn es das Ziel des Rechtes ist, den Menschen zu vernichten. Mit anderen Worten, wer das Recht vernichtet, der vernichtet auch den Menschen in seiner ursprünglichen Qualität, in seiner ursprünglichen Wesenheit. Das heißt, das Recht darf den Menschen nicht verletzen,
in Abwesenheit eines Vertrages, der dies erlaubt. Und das darf natürlich auch nur, das muss man mit Einschränkung sehen. Ja, ich kann nicht einem anderen die Macht geben, mich umzubringen. Denn ich gebe da etwas auf, was ich mir selber nicht gegeben habe. Denn das Leben, das habe nicht ich mir gegeben, das hat mir auch kein anderer Mensch gegeben, sondern das Leben, das wurde mir gegeben von der Natur oder von Gott. Und deswegen ist es ein Gut, was mir freigegeben wurde und welches ich hüten muss. Das heißt, ich kann das nicht veräußern. Genau auch wie meine Gesundheit. Ich darf das nicht veräußern. Und kein anderer, der mir das Leben nicht gegeben hat, darf dieses tun. Niemand anders darf mir meine Gesundheit rauben. Niemand anders darf mich in eine Situation bringen, in der ich dieses Prinzip, dieses Schützen des Lebens als das höchste Gut aufgebe, verwerfe oder darauf verzichte. Das geht nicht. Kein Recht, kein Gesetz kann das tun. Das sind also hier Prinzipien. Das heißt, das sind Maximen. Und das Wort Maxime bedeutet, dass es ein unveränderlicher Grundsatz ist. Das heißt, es ist ein Grundsatz, der darf nicht angetastet werden, der darf nicht debattiert werden, denn er ist selbstverständlich und auch logisch und steht sozusagen als immerwährende Wahrheit. Das nennt man eine Maxime. Und wenn man sich mal anguckt, was heute Politiker behaupten und sozusagen Rechtswissenschaftler behaupten, die sagen ja immer, das Leben des Menschen ist das höchste Gut. Also sie bekennen wenigstens Lip Service, sagt man dazu auf Englisch. Das heißt, sie bekennen sich verbal dazu, aber ob das dann tatsächlich auch so umgesetzt wird in den Rechtsnormen, ist natürlich eine andere Frage. Das heißt, das Recht dient zur Verwirklichung des Bestrebens des Menschen, immer unter Berücksichtigung, dass er einem anderen nicht das nehmen darf, was er ihm nicht auch gegeben hat oder was er in einem Vertrag ausgetauscht hat. Ja? Es dient zur Sicherung der Freiheit und des Eigentums und auch der Verträge. Das heißt, das ist Ziel und Zweck des Rechtes. Das heißt, mit dem Recht kann ich meine Verträge durchsetzen, die ich abgeschlossen haben muss unter voller Enthüllung und Offenlegung aller Tatsachen und Grundprinzipien eines Vertrages. Und natürlich auch unter der Berücksichtigung, dass ich bestimmte Dinge nicht weggeben kann oder auf diese verzichten kann. Wie? Auf mein Leben, auf meine Gesundheit und auf mein Eigentum, sofern ich es mir nicht durch meine eigene Arbeit oder durch Begünstigungen unter einem Vertrag, oder sagen wir nicht Begünstigung, sondern in einem gerechten Austausch unter einem Vertrag, erworben habe. Natürlich noch wichtiger, kein anderer kann mir diese Dinge nehmen. Und da müssen wir immer auf die Substanz gucken. Das, was wir haben heute, das ist ein Ausdruck immer unserer Arbeit, ganz gleich, was für eine Fiktion dazwischen liegen mag. Das Resultat ist, wir haben etwas bekommen, auch wenn es fiktives Geld ist, auch wenn es Buchgeld ist, im Austausch für unsere Arbeit. Und das kann nicht einfach wieder so genommen werden. Das ist also hier Prinzipien des Naturrechtes. Das Recht darf niemals beschränkt werden. Auch nicht durch Verträge. Also diese Grundrechte wie Leben und Freiheit. Die kann man nicht einfach abgeben und die kann man auch nicht vertraglich absondern. Ganz einfach deswegen, weil tut man das, dann ist man hinterher in der Position, dass man gar keine Verträge mehr schließen kann. Und die Frage ist dann, ob dieser Vertrag von vornherein gültig ist, indem man das tut, wenn man so etwas Unvernünftiges überhaupt anstrebt. Das heißt, dass jede Form von Regierung, jede Form von Gruppe von Menschen, die man sozusagen als seine Regierung oder als, sagen wir besser gesagt, das, was es eigentlich sein sollte, Vertreter bestellt, die sind denjenigen unterworfen, von denen sie zu den Vertretern bestellt wurden oder als Vertreter bestellt wurden. Das heißt, sie sind diesen Menschen unterworfen. Das heißt, jede Art von Fiktion ist auch wiederum letztendlich nur eine Gruppe von Menschen, die einen bestimmten Zweck erfüllt, und das sollte derjenige sein, dass diese Gruppe von Menschen bestimmte Interessen von anderen Menschen und auch von sich selber letztendlich vertritt, wenn wir hier im Zusammenhang von Regierungen sprechen, Regierungsorganisationen. Das heißt, diese
Gruppe von Menschen, die andere angeblich vertritt, deren Aufgabe ist es nicht da, ihre eigenen Vorzüge und Rechte durchzusetzen, sondern deren Aufgabe ist es schlicht und ergreifend, das zu tun, wozu sie beauftragt wurden. Das heißt, sie haben ein bestimmtes Mandat, dieses Mandat ist festgelegt von den Menschen, von denen sie bestellt wurden, und dieses Mandat müssen sie erfüllen. Das heißt, sie können da nicht auf irgendwelche Seitenwege abirren und andere Dinge tun, die dann letztendlich den Auftraggebern eigentlich Schaden zufügen. Das heißt, sie können auch keine neuen Rechtsnormen erstellen, die dann dem Auftraggeber Schaden zufügen. Mit anderen Worten, sie haben kein Recht, was nicht ausdrücklich von den Menschen, von denen sie beauftragt wurden, zugeteilt wurde. Und es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht zuteilen. Die kann man einem Menschen nicht zuteilen. Und da muss man ganz stark hier die Logik bemühen, um das zu verstehen. Ich kann nicht einem anderen Menschen Rechte übertragen oder Kompetenzen übertragen, die ich nicht selber schon habe. Ja? Das heißt, habe ich eine bestimmte Kompetenz nicht, habe ich ein bestimmtes Recht nicht, dann kann ich auch keinen anderen beauftragen, solche Kompetenzen oder Rechte auszuführen, denn ich habe sie selber nicht. Das geht nicht. Das heißt, da würde ich etwas aus dem Nichts schaffen, und das ist wirklich dieses Prinzip, das aus dem Nichts schaffen, das ist nur Gott vorbehalten. Das findet man übrigens immer wieder in alten Rechtsprechungen, dass nur Gott Dinge aus dem Nichts schafft. Ja, und einige verrückte Bankiers, die sehen sich, die haben das selber gesagt, dass sie Gott sind, weil sie eben Geld aus dem Nichts schaffen. Das ist natürlich Unsinn, das tun sie nicht. Sie haben es lediglich verstanden, die Energie der Menschen zu stehlen und machen das zu Geld. Das heißt, sie machen das zu Geld, was ihnen nicht gehört. Sie schaffen gar nichts aus dem Nichts, sondern sie entwenden das, was Gott anderen Menschen gegeben hat, für ihre eigenen Profite und Kriegstreibereien. Also, niemand kann etwas aus dem Nichts schaffen. Ich kann einem anderen kein Recht geben, was ich nicht selber habe. Und somit kann eine andere Partei auch nichts tun gegen mich, gegen den Auftraggeber, wenn ich ihm nicht das Recht dazu gegeben habe, dieses zu tun. Und wenn ich es einem Einzelnen nicht übertragen kann, solche Rechte oder Kompetenzen, die ich nicht selber habe oder die ich auch möglicherweise gar nicht will, dass der andere die hat, dann kann auch keine Gruppe von Menschen solche Rechte ausüben. Oder mit anderen Worten, wendet der Auftragnehmer oder diejenigen, die ich bestelle als Vertreter, wendet der Prinzipien an, wie zum Beispiel Gewalt, dann muss er dieses Recht zur Gewaltanwendung von mir erhalten haben. Und wenn er es von mir erhalten hat, dann darf ich es selber auch anwenden. Mit anderen Worten, gebe ich einer Gruppe von Menschen Vertretungsvollmacht und er wendet Prinzipien an, dann muss er diese Prinzipien oder das Recht der Anwendung dieser Prinzipien von mir erhalten haben. Wendet er also Gewalt an, dann muss ich auch selber das Recht zur Gewalt haben, denn sonst kann er es nicht anwenden. Er kann ja nicht als Vertreter da auf einmal Dinge anwenden, die ich ihm nicht erlaubt habe. Ja? Und so kann man jetzt mal überlegen, wie das mit einem Führerschein ist. Wenn man nur mit einer Lizenz vom Staat Auto fahren kann, ja, dann muss man auch ohne Lizenz Auto fahren können, denn der Staat hat diese Befugnis, Lizenzen zu erteilen, von einem selber. Ja, wenn man hier, und da gehen wir davon aus, da laufen wir jetzt ganz konform mit der Ansicht, dass der Staat eben die Bürger vertritt. Das ist das, was er immer behauptet, davon reden die ganze Zeit, und wenn wir das jetzt konsequent anwenden, dann heißt es, er hat also diese Befugnisse von uns. Und wenn ich sage, nun gut, ich brauche keine Lizenz, dann kann ich auch ohne Lizenz Auto fahren, denn schließlich hat der Staat von mir das Recht bekommen, Lizenzen zum Fahren herauszugeben. Das heißt, ich kann ihm nur etwas geben, nur ein Recht geben, was ich selber habe. Oder ich kann ihm nur ein Recht geben, etwas zu reglementieren, ein bestimmtes Gebiet zu reglementieren, wo ich selber die Rechte daran schon habe. Ja, und da sieht man ganz schnell, dass man das ad absurdum führt, denn wenn der Staat sagt,
nein, ohne Lizenz kann man nicht Auto fahren, dann sagt er ja, das Autofahren ohne Lizenz oder ohne Führerschein ist strafbar, ist also ein Verbrechen. Das heißt mit anderen Worten, was der Staat hier tut, ist, er lizenziert ein Verbrechen. Das heißt, da muss man auch wieder Logik anwenden. Ja? Das heißt, wenn das Fahren eines Fahrzeugs ohne Lizenz ein Verbrechen ist, dann kann ein Fahren mit Lizenz nicht weniger ein Verbrechen sein. Das heißt mit anderen Worten, er lizenziert ein Verbrechen. Und das kann er natürlich nicht. Das ist Logik angewandt. Das heißt, die Lizenz des Fahrens hat einen anderen Zweck, muss einen anderen Zweck haben. Und geht hier also nicht um Grundrechte, sondern es geht hier wirklich um Recht in einem anderen Gebiet, in einem kommerziellen Gebiet. Aber wir wollen heute hier erst einmal über das Naturrecht sprechen. Also über das, was der Mensch natürlich in sich vereint. Ganzes Ziel und Zweck seiner Existenz ist, zu leben, sein Eigentum zu mehren, fruchtbar zu sein, in dem Sinne, als dass er die Menschheit befruchtet. Das heißt, er schafft etwas durch seine Arbeit. Er schafft Verträge, das heißt, er tauscht. Und er bestellt Menschen, die seine Interessen vertreten. Das heißt, es gibt Interessensgruppen, die kommen zusammen, weil man, wir wissen, dass man zusammen in einer Gruppe mehr Stärke hat. Ja, man kann besser organisieren, der eine kann dies tun, der andere kann dies tun. Und eine Gruppe von Menschen, das nennt man eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft, wenn man so will, die Menschen gesellen sich, die bestimmen dann aus ihrer Mitte bestimmte Vertreter, die dann die Interessen dieser Gruppe nach außen hin vertreten. Und diese Vertreter haben Befugnisse und die sind klar definiert und geregelt von den Menschen, von denen sie diese Befugnisse haben. Und unter diesem Zusammenhang kann man sich jetzt mal überlegen, wenn man sich das anguckt, wie heute Staatsgebilde operieren, dass Menschen ins Gefängnis kommen. Jetzt nehmen wir mal den Kommerz einen Moment lang hier raus. Vergessen wir das mal einen Moment lang, sondern gehen wir mal wirklich nur unter natürlichem Recht daran und schauen uns an, wie das wirklich alles aussieht, wie das sich den Menschen präsentiert. Und der Staat präsentiert sich den Menschen, dem denkenden Menschen, muss man dazu sagen, heute so, dass er ihn unterdrückt, dass er alle möglichen Normen und Rechtsnormen anwendet, die eigentlich gar nichts mehr mit dem natürlichen Recht zu tun haben, obwohl das die Richter immer behaupten. Und wenn sie das behaupten, hat das die Konsequenz, dass ein Vertrag zugrunde liegen muss. Und den muss man natürlich, den müssen die zeigen können. Ja, aber sie behaupten alles Mögliche, aber das Resultat dann, der Endeffekt, das was wirklich passiert, dass Menschen im Gefängnis landen, weil sie Auto fahren ohne Führerschein, das ist unter natürlichen Gesichtspunkten ein Verbrechen. Das heißt, da kann nur ein Vertrag zugrunde liegen, da kann nur ein Abstraktum zugrunde liegen. Mit anderen Worten, da muss ein Vorgang zugrunde liegen, der dafür gesorgt hat, dass der Mensch bestimmte unveräußerliche Rechte abgegeben hat oder aber so unter Druck gesetzt wird, diese abzugeben. Nämlich das Recht auf seine Freiheit. Und dazu gehört das unbeschränkte Recht, sich überall hinzubegeben auf dieser Welt. Ja, das unbeschränkte Recht des sich Bewegens, des Reisens. Denn die Erde ist von Gott geschaffen und nicht von Menschen. Kein Mensch hat die Erde geschaffen. Das muss man sich immer wieder klarstellen. Nur der Schöpfer einer Sache hat das Recht, diese Sache zu reglementieren. Also Gesetze und Bestimmungen bezüglich dieser Sache zu erlassen. Nur der Schöpfer. Und der Schöpfer ist derjenige, der arbeitet, der die Arbeit leistet. Und der Erfinder natürlich im Falle, dass etwas erfunden wurde. Ja, aber letztendlich immer derjenige, der es umsetzt, der es konkret in die Realität umsetzt. Der hat das oberste Recht an einer Sache. Und das ist das, was wir ständig durch unsere Verträge zum Beispiel im Angestelltenverhältnis natürlich verwerfen. Das können wir tun, weil wir bekommen dafür etwas, was es uns das wert ist. Das legen wir vertraglich fest, das ist okay. Aber wir haben da gearbeitet, wir können auch zu Zwecken des Schuldenausgleiches, wenn wir wirklich substanzielle Schulden haben, können wir auch sagen, ich begebe mich in den Dienst des Gläubigers für 7 Jahre und arbeite diese Schuld ab und dann muss er für mich sorgen. Das ist alles, das macht guten Sinn und Zweck, denn schließlich hat man dem Gläubiger etwas genommen, eine Energie genommen,
wo man jetzt nicht in der Lage ist, diese zurückzuzahlen. Und damit meine ich jetzt hier nicht Kreditkarten und Hypotheken, Leute. Damit meine ich wirkliche Schulden. Wirkliche Schulden. Ihr habt jemandem etwas kaputt gemacht. Oder etwas, was ihm sehr viel wert war. Ja, oder ihr habt ihn verletzt. Das ist alles eine Form von Gläubiger-Schuldner-Verhältnis, einfach deswegen, weil es da um ein Ungleichgewicht in den Energien geht, die unrechtmäßig zustande gekommen ist. Mit anderen Worten, entweder weil man fälschlicherweise versucht hat, unveräußerliche Rechte zu veräußern, oder aber weil man das getan hat außerhalb einer Vereinbarung, außerhalb eines Vertrages. Ja, und diesbezüglich will ich hier gerne einen kleinen Teil vorlesen von einem der Werke über das Recht von einem Amerikaner, der hieß Lysander Spooner. Lysander Spooner war sehr aktiv so um die Wende des 18., 19. Jahrhunderts herum, also Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Und er galt als Anarchist. Und wir sprechen noch auch über Anarchie, was das wirklich bedeutet. Er wird also als Anarchist bezeichnet, aber er war alles andere als das. Er wollte keine Anarchie, sondern er wollte eine Regierung, die eben wirklich diese natürlichen Rechte auch voll vertritt, die also auf den Menschen, vom Menschen ausgehen und auf den Menschen konzentriert sind. Das ist alles, was er wollte. Er sah auch den Sinn dahinter. Also er war kein Anarchist, aber er war sehr kritisch gegenüber dem, was damals passiert ist, vor allen Dingen eben um 1903, 4 rum, wo eben dieser Aldrich-Plan, die Federal Reserve einzurichten, immer stärker wurde. Und seine Briefe und Schreiben und seine Veröffentlichungen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass eben dann diese ganzen Verhandlungen wirklich ganz tief in den Untergrund verschoben wurden, also wirklich im Geheimen ausgehandelt wurden. Und ich will hier ein Zitat vorlesen aus diesem Buch über das Recht, was hier sicherlich den Kern trifft. Und das geht wie folgendes, also Zitat Beginn. Es ist das Naturrecht des Menschen, welches einen Vertrag zwischen dem Volk und seiner Regierung untersucht, überprüft und diesen für rechtens, rechtswidrig, verbindlich oder ungültig erklärt. Ein Vertrag für die Einrichtung einer Regierung ist nichts anderes als ein freiwilliger Vertrag zwischen individuellen Menschen zum gegenseitigen Nutzen und unterscheidet sich bezüglich seiner Gültigkeit nicht im geringsten von einem Vertrag zwischen Mann und Mann oder Volk und Nation. Wenn zwei Personen in einen Vertrag treten, Diebstahl, Raub oder Mord einem Dritten gegenüber zu begehen, so ist dies ein rechtswidriger und ungültiger Vertrag. Ganz einfach deswegen, weil es sein Ziel ist, natürliches Recht anderer Männer und Frauen zu verletzen. Wenn zwei Nationen in einen Vertrag treten, dass sie Dritte plündern, versklaven oder zerstören, ist der Vertrag rechtswidrig, nichtig und ohne Verpflichtung, einfach deshalb, weil er gegen die Gerechtigkeit und natürliches Recht des Menschen verstößt. Im gleichen Zuge ist ein Vertrag rechtswidrig und ungültig, wenn die Mehrheit der Menschen eines Landes mit ihrer Regierung in einen Vertrag treten, jede Art von Ungerechtigkeit und Zerstörung der natürlichen Rechte Vorschub zu leisten, auch dann, wenn die Mehrheit damit einverstanden ist, ganz einfach deswegen, weil damit nicht nur die natürlichen Rechte derjenigen verletzt werden, die nicht damit einverstanden sind, sondern weil damit die natürlichen und unveränderlichen Rechte ausgehebelt werden und somit keine verlässliche Rechtsgrundlage mehr existiert, unter welcher man dann auch einen solchen Vertrag wieder aushebeln könnte. Ein solcher Vertrag mit einer Regierung hat keine moralische Grundlage. Er verleiht den Berufenen keine rechtmäßige Autorität, einen solchen Vertrag umzusetzen oder durchzuführen. Es schafft weder eine rechtliche noch eine moralische Verbindlichkeit, weder für die Regierung noch für die Menschen, diesen Vertrag durchzusetzen. Die einzige Aufgabe, die dann jeder gleichermaßen hat, ist Ungehorsam und Widerstand gegenüber einer solchen Regierung, die unter dem Anschein des Rechtes solche Ungerechtigkeiten ausführt, und die Zerstörung derselben. Zitat Ende. Er ist also sehr ausgesprochen, und es gibt viele andere, auch im Englischen, in der englischen Rechtsliteratur und Rechtsphilosophie, die
das auch unterstützen, die auch sagen, dass das natürliche Recht das höchste Gut ist, das muss geschützt werden, das darf nicht ausgehebelt werden, das darf nicht umgangen werden, auf gar keine Art und Weise. Und passiert das, dann muss es eben ausgehebelt werden oder diese Verletzungen müssen ausgehebelt werden. Und das geht auch heute noch, nur lassen sich die Menschen oft auf wirre Argumente ein und anstatt, dass sie auf ihre eigenen Rechte bestehen und sagen, dass damit ihre substanziellen und natürlichen Rechte verletzt werden, greifen sie immer die andere Partei an und werfen ihr also unmoralisches Verhalten vor. Und das ist natürlich, das ist korrekt, das ist unmoralisches Verhalten. Aber das denen vorzuwerfen, ist nicht die Grundlage, sondern muss an der Sache sein und schauen, wo die Prinzipien eines Gesetzes eben das eigene natürliche Recht, die substanziellen Rechte verletzen. Und das gibt es auch in Deutschland, die Aufrechterhaltung der substanziellen Rechte. Allerdings nicht in den Amtsgerichten. Da muss man dann schon in die höheren Gerichte. Also, es geht hier hauptsächlich, spricht er davon, das will ich auch klarstellen, um Verträge, die bezüglich Dritter gültig sind. Bezüglich Dritter. Und hier bietet sich natürlich an, mal anzugucken, große Streitfrage ist natürlich diese sogenannten ARD-ZDF-Rundfunkgebühren. Ja, da ist die Frage, ist man da Partei diesem Vertrag? Und die pochen ja immer darauf, dass das ein Rundfunkstaatsvertrag ist. Das heißt, der Staat hat ihn abgeschlossen und somit ist er für alle gültig, die eben Einwohner sind oder einen Wohnsitz haben, ja, oder wohnhaft sind, ganz automatisch. Und da denken natürlich die Menschen, ja, Moment mal, das ist ein Vertrag zwischen zwei anderen Parteien. Und der betrifft mich als Dritter. Und diese Argumentation, die wurde abgelehnt vom Gericht. Und zwar ganz einfach deswegen, weil man, wenn man überhaupt darunter argumentiert, ja schon Teil des Staates ist. Das heißt, man ist Teil des Staates, man ist nicht mehr Bürger, also ein Objekt, dessen Rechte geschützt werden müssen, sondern man ist Teil der Regierung, man ist Teil des Systems. Und deswegen gehört man mit zu dem Vertrag und zahlt also dann die Rundfunkgebühren als Teil seines monatlichen Budgets, was man hat als Treuhänder, um die Verbindlichkeiten des Staates sozusagen zu begleichen. Gut, dann will ich noch was dazu sagen. So als Grundlage hier darüber kann man sich Gedanken machen, einfach um eine Grundlage zu finden, auf welcher man eben bestimmte Prinzipien, auch wenn sie einem fremd sind, sozusagen erlernen kann oder sich mit diesen vertraut machen kann. Die Lernfähigkeit des Einzelnen hängt sehr stark davon ab, wie aufgeschlossen er ist oder wie verschlossen er ist im Bezug auf seinen Verstand. Das heißt, eine niedrige Lernfähigkeit, das hat seine Ursache hauptsächlich entweder in Arroganz oder aber einem vielleicht etwas überzogener Skeptik und kommt auch gewissermaßen oder wird auch verursacht von einer gewissen Naivität oder auch Blauäugigkeit. Wir haben ja schon mal gesprochen über den Begriff Blauäugigkeit. Eine hohe Lernfähigkeit kommt dann zustande, wenn eine gesunde Skepsis vorhanden ist, aber trotzdem eine gewisse Aufgeschlossenheit auch unbekannten Konzepten und Inhalten und vor allen Dingen eine Bereitschaft und ein wirklicher Wille zu lernen und sich auch zu verändern. Dazu gehört, dass man sehr vorsichtig sein muss in Bezug auf die Auswahl der Informationsquellen. Es gibt heute so viel im Internet und das schüttelt die Menschen einfach durch und durch. Das heißt, die Menschen verlieren wirklich ihren Halt, weil auf der einen Seite wird dies gesagt, auf der anderen Seite wird das gesagt. Dann kommt irgendein Troll dazwischen, der behauptet wieder, naja, das ist alles doch nicht so schlimm, aber hier, da und so weiter. Und die Menschen wissen eigentlich gar nicht mehr, wo sie sich hinwenden sollen. Und das liegt daran, weil die Menschen selber in sich kein Zentrum haben, kein Verständnis mehr, kein Empfinden mehr für das, was wirklich richtig ist. Oder zumindest haben sie das nicht ausgebildet. Es ist unterbewusst da, das muss es immer sein und ist es auch. Aber es ist nicht ausgebildet, es ist nicht verfeinert in der Art und Weise, dass man dann auch wirklich effektiv Maßnahmen ergreifen kann. Und man darf nicht vergessen, dass die heutigen Medien, die Programme, die laufen, dazu da sind, die Wahrnehmungen, das sage ich ganz bewusst, die Wahrnehmungen der Menschen zu kontrollieren.
Das heißt, wir werden alle gleichgeschaltet. Und zwar in Form der Wahrnehmung, nicht in Form des Wissens. Das ist kein Wissen, sondern es ist eine Wahrnehmung. Es ist Pseudowissen. Es ist oft einfach schlicht und ergreifend falsch. Die Schulpflicht ist ein Verbrechen. Die Schulpflicht bedeutet nichts weiter als die Gleichschaltung der Wahrnehmung junger Menschen, die dann später gute Systemsklaven werden. Kein Kind hat in der Weise ein Recht auf Erziehung, worauf ein Junge, ein Knabe und ein Mädchen ein Recht haben ist, dass ihre Eltern für sie da sind, dass die sich um sie kümmern und dass die Eltern den Kindern das zeigen und lehren, was wichtig ist für das Leben dieser Knaben und Mädchen. Das ist das einzige Recht, was die Kinder wirklich haben. Oder ich sage immer das Wort Kinder. Ich meine damit Knaben und Mädchen. Also ich definiere Kinder jetzt, von jetzt ab und auch rückwirkend, es sei denn, es ist ausdrücklich anderweitig ausgedrückt, immer als Knaben und Mädchen. Also ich will damit die Fiktion aus dem Wort Kind rausnehmen. Ich meine damit das als Überbegriff von lebendigen Knaben und Mädchen und keinen Rechtsfiktion oder Rechtsperson. Und darauf haben Kinder also ein Recht. Kinder haben kein Recht auf Erziehung, bloß weil eine Drittpartei, wie zum Beispiel ein Staat, ein solches definiert und es dann zum Ziel macht, dieses mit aller Gewalt durchzusetzen. Das ist kein Recht, was da durchgesetzt wird für die Kinder, sondern das ist ein Angriff, der auf die Autorität, auf die natürliche Autorität wohlgemerkt, des Vaters und der Mutter. Und dient einer Zweckentfremdung und einer Entfremdung dieser Kinder von ihren Eltern, von ihrem Vater und ihrer Mutter. Wenn ich das Wort Eltern verwende, so meine ich damit immer den Vater und die Mutter, also lebendiger Mann und lebendige Frau. Es sei denn, ich bringe das gegenteilig ganz explizit zum Ausdruck. Also, das nur damit, dass wir das verstehen hier. Jetzt sagen alle Menschen wollen, oder sagen das zumindest, bestimmte Bedingungen herbeiführen, unter welchen sie bestimmte Zwecke erreichen, wie zum Beispiel glücklich sein, Gesundheit, Frieden, Freiheit, Wohlstand und so weiter. Was aber oft übersehen wird, ist, dass bestimmte Vorbedingungen oder Notwendigkeiten existieren, diese Bedingungen auch erreichen zu können. Und wenn diese Vorbedingungen nicht da sind oder nicht geschaffen werden, dann muss man verstehen, dass sich solche Bedingungen nicht automatisch wie durch Zauberei manifestieren. Das heißt, man muss immer etwas tun. Und das heißt, man wird selber aktiv. Wir sprechen hier, das ist im Zusammenhang eben auf natürliches Recht. Wenn also jemand oder Menschen, entweder einzeln oder aber auch eben insgesamt, nicht schon alle Dinge haben, die sie haben wollen, dann folgt daraus, rein logisch gesehen, dass das Wissen, um diese Dinge oder diese Vorbedingungen zu erreichen, um solche Dinge zu erhalten und zu bekommen, entweder nicht da sind, oder aber wenn sie da sind, dass das Wissen fehlt oder dass das Wissen, diese Dinge zu erreichen, absichtlich ignoriert wird. Mit anderen Worten, solange wie dieses Wissen weiterhin unbekannt ist oder ignoriert wird, dann ist auch die Umsetzung der Wünsche der Menschen unmöglich. Das heißt, Wissen ist Voraussetzung, Ignoranz muss abgeschafft werden, und zwar bezüglich uns, jetzt nicht generell, sondern jeder muss das selber tun, und das entsteht eben durch eine Lernbereitschaft, Lernwilligkeit und Offenheit. Und dazu gehört auch der Begriff, man hört das oft, die okkulten Bruderschaften, die okkulten Hintergründe. Und okkult heißt nichts weiter als, dass etwas im Verborgenen liegt. Das heißt, wenn man das Wort okkult hört, dann heißt, es liegt etwas im Verborgenen. Und was im Verborgenen liegt hauptsächlich, ist das Bewusstsein, wie natürliches Recht wirklich operiert. Mit anderen Worten, die ungesehenen, ja, oder die unsichtbaren, göttlichen, spirituellen Gesetze, die die ganze Natur und die Menschheit sozusagen regieren oder denen diese unterworfen sind. Das ist also okkult. Und wenn das im Verborgenen liegt, dann haben wir nicht die Möglichkeit, eben bestimmte Dinge zu sehen, die notwendig sind, damit wir das erreichen können, was wir erreichen wollen. Und so ein Wissen, so ein okkultes Wissen, ist nicht
generell bekannt, sondern es wurde ganz absichtlich ins Verborgene verschoben, um ganz einfach ein Machtdifferenzial zu schaffen zwischen denjenigen, die Information haben und diejenigen, die Information nicht haben. Und da kann man auch wieder mal zurückdenken an Machiavelli vielleicht, das oder auch Sun Tzu, wo ja Wissen auch ein ganz großer Teil ist. Denn hat man mehr Wissen, dann kann man bestimmte Dinge tun, die einem dann auch einen psychologischen Vorteil geben. Und damit sind dann oft Schlachten schon gewonnen, bevor sie überhaupt richtig losgegangen sind. Und das Wissen um natürliches Recht, das ist etwas, was wirklich sehr tief verschleiert und versteckt ist. Und das ist etwas, was die sogenannten Machtvollen, die sozusagen glauben, sie müssen alles unter ihre Gewalt bekommen, ganz besonders anstreben, dieses Wissen um das natürliche Recht immer mehr auszuradieren und immer mehr Fiktionen in die Köpfe der Menschen einzusetzen. Eine Welt zu schaffen, die nur in den Köpfen der Menschen existiert und die dann entsprechend dann auch handeln und deren Verhalten bestimmt. Es ist also wirklich eine bahnbrechende, eine unglaubliche Manipulation des Bewusstseins der Menschen. Und die Menschen sind so manipuliert, so in ihrer Wahrnehmung manipuliert, dass sie teilweise bis zum Umfallen kämpfen, um diese künstliche Wahrnehmung der Welt aufrechtzuerhalten. Das heißt, jeder, der nicht wirklich versteht, um was es geht, den muss man mit Vorsicht genießen. Ja, denn diese Menschen, die können wirklich feindliche Handlungen durchführen, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie ihren Wohlstand, den sie erreicht haben, unter diesem fiktiven System auf Kosten anderer, den wollen sie verteidigen bis zum bitteren Ende. Und da merkt man natürlich, dass Naturrecht völlig abwesend ist oder das Verständnis für natürliches Recht. Und um demzufolge natürlich auch Recht richtig einzuschätzen und überhaupt ein Rechtsverständnis zu entwickeln, was einem dienlich ist, ganz gleich, ob das im natürlichen Recht ist oder im kommerziellen Recht, muss man sich auch wieder vor Augen halten, dass es zwei Prinzipien gibt, die sich gegenüberstehen. Und das eine ist das Prinzip der Wahrheit und das andere ist das Prinzip der Wahrnehmung. Das heißt, Wahrheit ist immer objektiv. An der Wahrheit kann man nicht rütteln. Wahrheit ist schlicht und ergreifend das, was ist, ganz gleich, ob man es sieht oder nicht. Das heißt, dieser Ausdruck, dieser moderne Ausdruck, ja, das ist seine Wahrheit und das ist meine Wahrheit, das ist Unsinn. Das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Man nimmt etwas höchstens als wahr wahr, aber ob es wirklich Wahrheit ist, das ist die zweite Frage. Und die Heilung einer Situation, eines Problems, liegt immer wirklich in der Wahrheit. Und nicht in der Wahrnehmung, möglicherweise sogar unterschiedlichen Wahrnehmungen eines Problems, denn dann gewinnt immer derjenige, der mehr Macht auf seiner Seite hat, der entweder mehr Geld hat oder der gewalttätiger ist. Ja, das ist dann sozusagen die Grundlage der Problemlösung. Das Recht des Stärkeren. Und das ist natürlich, hat überhaupt nichts zu tun mit natürlichem Recht. Also Wahrheit ist das, was ist, und Wahrnehmung ist das, was die Menschen denken, was ist. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir müssen versuchen, unsere Wahrnehmung sozusagen immer mehr auszurichten in der Art und Weise, dass wir erkennen, was die Wahrheit, was die wahre Natur einer Sache wirklich ist. Und das große Problem ist, dass die Menschen heute das ganze Leben, ihre ganzen Wahrnehmungen daraufhin ausrichten oder dadurch hindurchfiltern, durch ein Netzwerk von Dingen, die sie wollen und Dingen, die sie nicht wollen. Ja, das heißt, die ganze Lebensphilosophie ist ausgerichtet darauf, das ganze Denken über das Leben. Was will ich und was will ich nicht? Und das ist sozusagen der Filter. Und da ist es natürlich klar, dass man sich dann Dingen zuwendet, zum Beispiel politischen Parteien als Beispiel, die sagen, ja, wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Wenn Menschen vielleicht arbeitslos sind und sich davon mehr Arbeitslosengeld versprechen. Und andere, die wählen mehr die CDU, weil sie sagen, nee, wir wollen die Wirtschaft stärken, vielleicht weil sie mehr Geschäftsmänner sind. Das heißt, da wird deren Ziel mehr gefordert oder unterstützt. Und so wird immer unter dem Gesichtspunkt, was will ich und was will ich nicht, werden Entscheidungen getroffen. Und dabei spielt es dann weniger eine Rolle, auf welcher moralischer Grundlage überhaupt eine solche Partei, entweder die Sozialdemokraten oder die
CDU oder was auch immer, da operieren. Ja, das heißt, da umgeht man Wahrheit ganz einfach nur deswegen, weil das, was man will und das, was man nicht will, ganz sozusagen egoistisch ist, das Einzige, was man hier sieht. Und das muss man sich gut überlegen, wenn man im Recht operiert, dass man da wirklich auf die Grundprinzipien, sozusagen auf die kommt und dann auch versteht. So, bezüglich des Rechtes brauchen wir bestimmte Worte oder wir brauchen immer Worte. Und woher wissen wir, dass ein anderer die Dinge so versteht, wie wir sie verstehen? Das wissen wir nicht. Das heißt, wir brauchen dazu Definitionen. Und eine Definition ist definiert als eine exakte Beschreibung eines Wortes oder eine exakte Ausdrucksbeschreibung eines Wortes. Ja, das heißt, es muss so exakt sein, dass es auf jeden Fall Unterschiede zu anderen Worten, Konzepten und Begriffen darstellt. Das heißt, je genauer eine Definition ist, umso besser ist die Möglichkeit, dass die andere Partei auch versteht, worüber man da spricht. Also, das natürliche Recht, um das noch einmal hier kurz zusammenzufassen, ist eingepflanzt, eingeboren, dem Menschen. Das ist etwas, das kann man nicht aufgeben. Das ist die natürliche Realität des Menschen. Es ist also eine natürliche Bedingung, ein natürlicher Zustand. Und es ist bindend. Dieser Zustand ist bindend für alle Menschen, für alle. Niemand kann dieser Bindung umgehen oder außer Kraft setzen. Und Recht ist immer etwas, wenn man davon jetzt im rechtlichen Sinne spricht, also in Form von Gesetzen. Das heißt, es setzt sich auseinander mit den Konsequenzen, wenn dieses natürliche Recht gebrochen wird. Das ist wirklich Recht. Das heißt, was passiert, wenn jemand natürliches Recht bricht? Denn natürliches Recht als solches ist ja nicht nur ein Rechtskörper, also ein fiktiver, ausgedachter Körper, sondern es ist eben das, was ist. Es ist die Wahrheit. Natürliches Recht, das ist die Wahrheit. Es ist ein Grundcharakter des Menschen. Und wenn es dann zur Rechtsprechung kommt, unter natürlichem Recht oder unter kommerziellem Recht oder ganz gleich welcher Rechtsform, dann geht es darum, sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen, wenn eines dieser Rechte gebrochen wird. Unter Naturrecht ist der Mensch wirklich nur seinem Gewissen verpflichtet. Und natürlich sollte das Gewissen auf moralischen Fuß stehen. Moral ist auch etwas, das kann man nicht einfach abschaffen, denn auch das gehört dem Menschen, wohnt dem Menschen inne. Und man kann es missachten, aber trotzdem unmoralisch ist, wenn man einem anderen etwas nimmt, wozu man nicht das Recht hat, was man nicht erworben hat. Das ist ganz einfach unmoralisch. Wenn man einen anderen verletzt, ohne dass man das Recht dazu hat. Und wann hat man das Recht? Nun, man hat das Recht, wenn es der andere einem gibt. Im Recht ist es auch wichtig, dass man versteht, dass der eigene Glaube oder die eigene Meinung von herzlich weniger Bedeutung sind. Es sei denn, sie sind im Einklang gebracht mit der Wahrheit und mit dem Recht. Das heißt, was ich glaube und was ich mir vorstelle, hat in den allermeisten Fällen herzlich wenig zu tun mit dem, was wirklich ist und was wirklich passiert. Ganz einfach deswegen, weil es natürlichem Recht widerspricht oder gegen natürliches Recht geht. Je mehr mein Glaube im Einklang ist mit natürlichem Recht und mit den natürlichen Prinzipien und natürlichen Gesetzmäßigkeiten, desto mehr ist es nicht mehr einfach nur Meinung oder Glaube, sondern es ist tatsächlich Tatsache, es ist Wissen geworden. Das ist der große Unterschied. Jetzt im Glauben wäre ich auch vorsichtig, vielleicht würde ich das Wort Glauben hier gar nicht verwenden, sondern wirklich eher Meinung, denn Glaube kann durchaus etwas sehr Konkretes sein, zum Beispiel ein religiöser Glaube, der basiert auf religiösen Erfahrungen, auf spirituellen Erfahrungen, und da ist Glaube auch eine Art Wissen. Das ist kein intellektuelles Wissen, sondern das ist eine Art mehr Wissen in der Seele, der sehr stark ist. Und Glaube, wie wir ja wissen, kann sehr stark sein in Menschen und wirklich maßgeblich auch dann die Handlungsweise bestimmen. Aber Meinungen, das ist eher etwas anderes. Also Meinungen sind wirklich total irrelevant. Was ich über etwas denke, ist total irrelevant, es sei denn, das, was ich denke darüber, ist
Wahrheit oder kommt so nahe wie möglich an die Wahrheit ran oder ich bemühe mich, an die Wahrheit heranzukommen, so weit es eben geht. Jetzt, natürliches Recht. Das basiert wirklich auf den Prinzipien von Ursache und Wirkung. Auch vom Anziehungsgesetz, also Anziehungskraft. Man kann auch sagen, dem Karma oder dem moralischen Recht und natürlich einer goldenen Regel. Und all das, alle diese vier Punkte sind wirklich ein und dasselbe. Zum Beispiel das Prinzip Ursache und Wirkung ist ganz einfach, das, was ich tue, das bewirke ich. Daraus kommt eine Wirkung. Das heißt, bringe ich Gewalt in die Welt, dann folgt daraus Gewalt. Ja, oder unter dem Gesetz der Anziehungskraft. Die Energie, die ich herausgebe in die Welt, das ist das die Energie, die auf mich zukommt. Oder unter karmischen Gesichtspunkten. Das, was ich sehe, das werde ich ernten. Und die goldene Regel, auch unter biblischen Gesetz und unter biblischen Prinzipien, ist ganz einfach so, das ist der Schluss, den man daraus folgen oder ziehen muss, ist, tue anderen das, was du willst, dass man dir tut. Also bringe das in die Welt, was du auch erfahren willst. Und das ist im natürlichen Recht verankert. Thomas Jefferson hat mal gesagt, wenn eine Nation erwartet, ignorant und frei zu sein, dann erwartet sie, was niemals war und was niemals sein will. Das heißt, Freiheit bedingt, dass man aufmerksam ist und nicht ignorant ist. Und dass man ständig neu dazulernt, neue Dinge lernt. Das gehört mit zur Freiheit dazu. Und Freiheit ist ein Grundprinzip oder eine ganz grundlegende Charaktereigenschaft des natürlichen Rechts. Samuel Adams, das war ein ganz großer Rechtler, auch in Bezug auf Politik und Weltwirtschaft, der hat viel interessante Dinge gesagt. Er hat einmal gesagt, kein Volk wird sich einfach zahm ergeben und es kann auch nicht leicht unterdrückt werden, wenn Wissen verbreitet wird oder erworben wird und die Tugend geschützt wird. Ganz im Gegenteil. Wenn Menschen oder ein Volk universell ignorant sind und in ihren Gebaren verfallen sind, in ihren Manieren, dann werden sie unter ihrem eigenen Gewicht sinken, ohne die Mithilfe von fremden Eindringlingen. Grundprinzip des natürlichen Rechtes ist die Frage zwischen rechtmäßig und unrechtmäßig oder richtig und falsch oder wahr und unwahr. Das, was richtig ist, das basiert auf der Wahrheit, also es ist wahr und es ist moralisch. Das heißt, es ist im Einklang mit natürlichem Recht. Und die Handlungen, die aufgrund von Recht passieren, fügen keinem anderen Menschen einen Schaden zu. Falsch ist, oder böse, wenn man so will, ist das, was nicht auf der Wahrheit basiert und was im Gegenzug zum natürlichen Recht geschieht, also was dem entgegengesetzt ist, und Handlungen, die anderen einen Schaden zufügen oder die in Schaden einem anderen gegenüber resultieren. So haben wir hier richtig und falsch, gut und böse. So kann man das definieren. Und im Englischen hat man ja das Wort life oder live, L-I-V-E. Und wenn man das umdreht, dann hat man das Wort evil und das heißt böse. Das heißt, auf der einen Seite hat man die lebendigen Prinzipien, da wo Energie, Wahrheit, Moral, wohltuende Handlungen sozusagen herauskommen. Das ist live, das ist Leben. Und dann hat man das Gegenteil, das umgekehrte evil. Das ist das, was diesen Prinzipien entgegengesetzt ist und sozusagen eben dann Tod verursacht. Das heißt, einen richtigen Weg oder einen rechtmäßigen Weg von einem unrechtmäßigen Weg zu unterscheiden, da muss man bestimmte Untersuchungen anstellen. Und die beste Untersuchung ist immer die, wenn man sich anguckt, fügt diese Handlung hier oder zum Beispiel ein Gesetz, was ich avisiere, fügt es einem anderen Menschen einen Schaden zu. So einfach ist es. Das heißt, das, was ich tue, fügt es einem anderen Menschen einen Schaden zu. Damit meine ich lebendigen Menschen, Männern und Frauen, Knaben und Mädels, fügt das denen einen Schaden zu. Wenn ja,
und es ist eine unvermeidbare Handlung, die ich tun muss, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, was für eine Art für Ausgleich ich durch diesen Schaden schaffen kann, um das sozusagen wieder gut zu machen. Das gehört mit dazu. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten und das basiert auf Vereinbarungen, zum Beispiel in der preußischen Verfassung. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr die jetzt ist, aber da hatte ich das mal ganz klar gesehen, dieses Prinzip, dass wenn ein Gesetz erlassen wird oder gemacht wird, was Menschen oder bestimmten Menschen oder Gruppen von Menschen oder auch individuellen Menschen einen Schaden zufügt, dann muss der Staat auch dafür sorgen, dass auf andere Weise dieser Schaden wieder ausgeglichen wird. Ja? Manchmal ist es unvermeidbar. Das ist klar, aber dann muss auch Ausgleich geschaffen werden. Das ist dann sozusagen der moralische und richtige Ansatzpunkt. Unterm Naturrecht gibt es wirklich nur eine Klasse voll schädlichen Handlungen oder schadhaften Handlungen. Und es ist natürlich Mord oder Gewaltanwendung, also oder Angriff, Vergewaltigung, Diebstahl, die Übertretung. Das heißt, man übertritt in die Domäne eines anderen auf irgendeine Art und Weise, entweder auf sein Land oder aber in sein Leben. Und die Erpressung, also oder der Zwang, einen anderen Menschen zu zwingen, etwas zu tun. Das sind wirklich diese Dinge. Ich wiederhole das nochmal. Das ist Mord oder Angriff, physischer Angriff, Vergewaltigung, Diebstahl, Übertritt oder Übertretung und Erzwingung oder Zwang oder Erpressung. Jetzt, all diesen übergeordnet, diesen Prinzipien, ist natürlich der Begriff Diebstahl. Denn ganz gleich, was man tut unter diesen Gesichtspunkten, wenn ich jemanden ermorde, stehle ich ihm das Leben. Wenn ich jemanden angreife und verletze, dann stehle ich ihm seine Gesundheit, seine Unversehrtheit, ja, seine Fähigkeit zu arbeiten und so weiter. Vergewalte ich jemanden, dann stehle ich ihm seine Tugend. Trete ich über, dann stehle ich ihm seine Domäne sozusagen, seine Hoheit. Und erzwinge ich meinen Willen ihm gegenüber, dann stehle ich seinen Willen oder die Möglichkeit, dass er seinen Willen durchsetzen kann. Das heißt, jede Art von Schaden, die man zufügen kann unter Naturrecht, hat immer etwas mit Diebstahl zu tun. Das heißt, es geht hier immer um den Verlust von Eigenschaften oder von Eigentum. Eigenschaften und Eigentum, das sind ja zwei Worte, die sehr nahe beieinander liegen. Das heißt, um unter Naturrecht, dass da eine Transgression vorliegt oder dass eine Handlung gegen das Naturrecht vorliegt, muss jemand eben in Form eines Diebstahls geschädigt sein. Ganz gleich, welche Art von Diebstahl das jetzt ist. Ob das Ermordung ist, körperliche Unversehrtheit und so weiter. Das heißt, es muss ein Opfer geben. Es muss jemanden geben, der sagen kann, mir ist etwas abhanden gekommen. Natürlich kann das ein Ermordeter nicht mehr sagen, aber die Familie des Ermordeten vielleicht kann das sagen. Oder jemand anders, der Fürsprache einlegt für den Ermordeten. Das heißt, es muss etwas genommen worden sein. Und es muss jemanden da sein, der diesen Schaden bezeugen kann und auch direkt selber dadurch geschädigt wurde. Kein Opfer, kein Verbrechen. Man kann eine Verletzung nicht übertragen. Das heißt, wenn mir etwas genommen wird, dann kann ich niemanden anders diesen Schaden übertragen, sodass er behaupten kann jetzt, ja, er hat mir diesen Schaden übertragen und mir ist das jetzt eigentlich genommen worden, weil ich sozusagen ein Recht an seinem Schaden erworfen habe. Das heißt, man kann so einen Schaden nicht lizenzieren, man kann ihn nicht patentieren, man kann ihn niemandem übertragen. Das geht nicht unter natürlichem Recht. Sondern da muss jemand da sein, der sagt, ich bin geschädigt worden oder aber meine Familie ist geschädigt worden, weil der andere mir den Vater der Familie ermordet hat oder sowas in der Art. Ja? Also so ein Schaden ist nicht übertragbar. Niemand kann dann eine Forderung einbringen oder eine Anklage erheben, aufgrund eines Schadens, den er selber nicht erlitten hat. Das geht nicht. Und natürliches Recht ist auch nicht abhängig von der Meinung. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie viele Menschen glauben, dass diese oder jene Handlung richtig ist oder nicht. Ob eine Handlung richtig ist, das muss so untersucht werden, wie wir das gerade festgestellt hatten. Das heißt, führt eine Handlung zu einem Schaden.
Und weil hier wirklich Diebstahl sozusagen das klassische oder das einzige Vergehen wirklich ist, auf welches alles zurückgeführt werden kann in Bezug auf das Naturrecht, wenn es um Verletzungen desselben geht, so muss demgegenüberstehen natürlich das absolute Recht auf Eigentum. Das heißt, alles das, was ich erschaffe, mein Körper, ja, mein Land, mein Haus, das alles, was ich mir erarbeite, das kann ich mein Eigentum nennen. Das gehört niemandem anderen, es sei denn, ich habe es verpfändet oder weggegeben. Aber kein anderer kann da in Abwesenheit eines wirklichen, ganz expliziten Vertrages einen Anspruch erheben auf mein Eigentum. Und dazu gehört mein Körper, dazu gehört meine Arbeit und das, was ich schaffe. Und wenn ich dieses Eigentum dann habe ich natürlich auch das Recht, bezüglich dieses Eigentums Gesetze und Regeln zu erstellen. Das heißt, wie wird dieses Eigentum verwendet? Es ist meins, ich bestimme darüber. Und ob ich das jetzt schöner machen will oder zerstören will, ob ich das verkaufen will oder verschenken will, das ist ganz meine Entscheidung. Es ist mein Eigentum, ich habe absolutes Verfügungsrecht darüber. Und niemand kann mich daran hindern, irgendetwas mit diesem zu tun, es sei denn, eine solche Handlung fügt einem anderen, einer Drittpartei, einen Schaden zu. Stiehlt ihm also irgendetwas an Energie, Leben, Lebensfreude oder sonst irgendwie das in der Art. Das wirft natürlich dann eine interessante Frage auf bezüglich zum Beispiel Steuern. Ja, was sind Steuern? Nun, das basiert auf der Behauptung, dass eine Gruppe von Menschen, die sich Regierung nennen, das Recht erworben haben oder dass ihnen wohl das Recht gegeben wurde, das ist die Behauptung, eine willkürliche Menge am Eigentum eines anderen einfach wegzunehmen. Ja, in Form der Arbeit, der Produktivität oder aber der Erwirtschaftung durch die Arbeit. Ganz gleich, ob die andere Seite damit einverstanden ist oder nicht. Und noch darüber hinaus wird es durchgesetzt mit der Androhung von Gewalt, was natürlich wieder ein Diebstahl an Gesundheit ist, ein Diebstahl an Unversehrtheit, oder aber Einsperrung, also ins Gefängnis werfen. Das heißt, hier wird die Freiheit physisch weggenommen, was ja auch eine Art von Eigentum ist des Menschen, oder Eigentum des Menschen ist. In dem Moment, wo diese eben einer solchen Konfiszierung, muss man sagen, ja, Widerstand leisten. Und so eine Handlungsweise ist immer damit gerechtfertigt, dass diejenigen, die so etwas behaupten, eben auch sagen, dass das notwendig ist für das sogenannte gemeinschaftliche Wohl, für das Wohl der Gemeinschaft. Das ist also die Rechtfertigung. Das heißt, ich gehe daher, nehme jemandem anderen was weg, ohne dass er das will, und behaupte, das ist sozusagen für das gemeinschaftliche Wohl. Und jetzt muss man auf der anderen Seite aber mal gucken und sich überlegen, wie könnte man denn unfreiwillige Dienstbarkeit oder im Volksmund auch Sklaverei genannt definieren. Nun, wenn wir das so definieren, dass das die Beschlagnahme von 100% der Produkte und der Arbeit eines anderen Menschen bedeutet, dann kann man auch sofort die Frage stellen, ja, bei wie viel Prozent hört es denn auf, unfreiwillige Dienstbarkeit zu sein oder Sklaverei zu sein? Bei 90% oder bei 80, bei 50, bei 40 oder bei 10? Wo hört es auf? Wo ist es nicht mehr unfreiwillige Dienstbarkeit? Ist es das schon nicht mehr, wenn ich nur 10% dem anderen ohne seine Zustimmung wegnehme? Und die Antwort ist natürlich logisch. Die Antwort ist nein. Nur bei 0% kann ich sagen, ist eine unfreiwillige Konfiszierung rechtmäßig. Das heißt, ich nehme dem anderen nichts gegen seinen Willen. Das heißt, daraus resultiert unter rein logischen Gesichtspunkten und unter den Gesichtspunkten des Naturrechts natürlich, dass Besteuerung und die Eintreibung von Steuern nichts weiter ist als ein Euphemismus, also eine Beschönigung für das Wort oder für die Worte, für die Begriffe Diebstahl, Gewalt und Sklaverei. Denn das sind die Prinzipien, auf welche das beruht. Und jetzt kann man sich fragen, welchen Unterschied gibt es da zur Mafia? Die Mafia kommt daher, ja, als ein Beispiel hier, als ein Beispiel,
geht in ein Restaurant und sagt, oh, du hast aber ein schönes Restaurant hier und dass das so bleibt, dafür können wir sorgen. Aber hier, das kostet ja 5000 Euro oder Dollar oder was auch immer im Monat. Und wenn du uns das zahlst, dann passiert deinem Restaurant nichts. Und wenn der sich weigert, das zu zahlen, dann wird sein Restaurant kurz und klein geschlagen. Kommt die zwei Tage später wieder rein und sagen, oh, siehst du, das wäre nicht passiert. Das heißt, die schaffen hier sozusagen ein Bedürfnis. Und zwar künstlich. Und wenn der andere nicht drauf eingeht, dann wird Gewalt angewendet, sodass er dann letztendlich doch drauf eingeht, denn sonst wird ihm seine Lebensexistenz geraubt. Jetzt wird er verprügelt oder notfalls sogar umgebracht. Also, dann kann man sich überlegen, welche Methode ist bloß, weil das eine von einer sogenannten Regierung getan wird, rechtlich, einwandfrei? Und das andere, was die Mafia tut, ist dann auf einmal unrechtmäßig? Nein, es ist beides unrechtmäßig. Warum? Weil es gegen den freien Willen eigentlich desjenigen geschieht, der hier Opfer solcher Maschinerien werden. Das heißt, kein Mensch auf der Welt hat das Recht, einem anderen seine Produkte wegzunehmen, sein Eigentum wegzunehmen, seine Arbeit, seine Zeit, ja, sein Land gegebenenfalls, sein Haus. Kein Mensch hat dieses Recht, das einfach so per se ein Gesetz zu erlassen, was verfügt, dass das jetzt weggegeben werden muss, dass das jetzt beschlagnahmt werden kann. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Verbot von Dingen. Ja, ein Verbot bedeutet, ich kann zum Beispiel im Gesundheitswesen, ich kann bestimmte Dinge meinem Körper nicht zuführen. Und das wird auch wiederum aufrechterhalten von einer Gruppe von Menschen, die sich als Regierung bezeichnen und die behaupten, dass ihnen das Recht gegeben wurde, andere daran zu hindern, bestimmte Substanzen in ihren Körper aufzunehmen. Und der Körper ist doch das Eigentum des anderen. Das heißt, er kann doch da hineintun, was er will. Und wenn er sich damit umbringt, ist das doch dessen Problem. Das heißt, kein Mensch hat das Recht, dazu intervenieren, zwangsweise und zu sagen, du, ich verbiete dir das, du tust es nicht. Und wenn du diesem Verbot nicht Folge leist, dann schlage ich dich oder ich brumm dir eine hohe Zahlung auf und wenn du die nicht zahlen kannst, nehme ich dir dein Haus und dein Land oder aber ich steck dich ins Gefängnis. Ja, natürlich ist es vielleicht angemessen, versuchen den anderen anzuhalten, das nicht zu tun, weil einem etwas an dem anderen liegt, aber rein rechtlich jetzt gesehen hat niemand das Recht, einem anderen zu verbieten, etwas in seinen Körper zu tun, es sei denn, es fügt mir selber Schaden zu. Das ist mit Alkohol oder Drogen, ist es natürlich so ein bisschen eine Grauzone. Ne? Denn wenn ich unter Alkohol stehe und mich dann ins Auto setze, dann ist der Gefahr natürlich sehr viel höher, dass ich einem anderen, einer Drittpartei, einen Schaden zufüge. Das heißt, da kann man sagen, nein, wir wollen das nicht als Gesellschaft, dass wenn jemand betrunken Auto fährt. Das wollen wir nicht. Und das ist natürlich gerechtfertigt, da macht es Sinn. Denn man ist da ja dann auch in der Öffentlichkeit und nicht mehr auf seinem eigenen Land. Nun, wer hat denn heute noch eigenes Land, ja? Also da muss man sehen, ob das nicht auch ein Diebstahl ist, dass den Menschen heute sozusagen die Möglichkeit gestohlen wurde, wirklich Eigentum zu haben, für das sie selber verantwortlich sind. Und das ist natürlich ein gerechtfertigter Standpunkt, so etwas zu behaupten. Das heißt, was muss man daraus ableiten, wenn diese sogenannte Regierung, also eine Gruppe von Menschen, die sich Regierung nennen, Gesetze macht oder ein Recht versucht zu schaffen, welches einem anderen verbietet, etwas in seinen Körper einzuführen, es ist nichts weiter logisch fortgeführt, als die Behauptung, dass der Körper des anderen das eigene Eigentum ist. Mit anderen Worten, die Regierung behauptet hiermit, dass der Körper des individuellen Menschen, Mannes, Frau und so weiter, das Eigentum der Regierung ist. Denn nur über Eigentum kann man in der Art und Weise verfügen. Oder über Vertrag. Aber wir gehen jetzt hier mal ganz stark nur auf diese Prinzipien des Naturrechts ein, ja? Denn damit will ich zeigen, dass unterm Naturrecht keiner das Recht hat, einen anderen zu irgendetwas zu zwingen. Das kann er nicht. Und nur das schauen wir uns heute an. Also Scheuklappen auf heute, Naturrecht, damit wir dann später sehen, wenn wir über das Vertragsrecht sprechen, wie das Naturrecht dadurch aufgeweicht wird. Also mit anderen Worten, behaupte ich, du darfst etwas nicht in deinen Körper einführen, dann gehört dein Körper mir. Das ist die logische Konsequenz daraus. Und genau das Gleiche ist mit Erlaubnissen vom Staat, ja? Wie zum Beispiel mit dem Autofahren.
Auch wiederum Erlaubnisse werden, ist nichts weiter als eine Behauptung von einer Gruppe von Menschen, die sich als Regierung bezeichnen, dass man ihnen das Recht gegeben hätte, bestimmte Verhaltensweisen, also Handlungsweisen eines Menschen zu regulieren. Das ist die Behauptung von denen. Nun, wenn die sowas behaupten, müssen sie das nachweisen. Nehmen wir ganz typisch hier die Fahrerlaubnis. Wenn die Regierung behauptet, man kann nur fahren, wenn man diese Fahrerlaubnis hat, dann ist es ganz offensichtlich, dass sie damit versucht, eine Handlungsweise zu regulieren des Menschen. Nun, jeder Mensch kann fahren. Ja, bloß weil ich eine Erlaubnis habe von einer Institution, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht schon sowieso das Recht hätte, zu fahren. Denn auch eine Institution kann nicht etwas erlauben, was an und für sich unrechtmäßig ist. Das heißt, man muss sich fragen, ist unter Naturrecht das Fahren von bestimmten Automobilen oder Kutschen oder was auch immer oder Motorrädern, ist das unter Naturrecht von sich aus schon ein Unrecht? Und die Frage, die kann man beantworten und die ist ganz einfach, nein. Warum nicht? Weil per se das Autofahren, das Motorradfahren, das Schifffahren, ja, keinem anderen per se automatisch einen Schaden zufügt. Es kann natürlich passieren, aber das liegt da nicht am Auto, das kann auch mit einer Kutsche passieren und das kann mit einem Pferd passieren oder ich kann aus Versehen, jemand kann Dachziegel auf den Kopf fallen. Ja, deswegen verbietet man auch nicht alle Dachziegel, sondern man muss immer gucken in die inbegriffenen Gefahren. Und ein Auto, per se das Fahren eines Autos, sagt noch nicht, dass damit einem anderen automatisch ein Schaden zugefügt wird. Also, nein, das Fahren kann nicht unrechtmäßig sein unter Naturrecht. Das heißt, ich brauche dann auch keine Lizenz. Ich brauche keine Erlaubnis von irgendjemandem. Denn hole ich mir die Erlaubnis ein, dann gebe ich ja dem anderen das Recht, meine Verhaltensweise zu regulieren. Und dann muss ich auch mich an seine Bedingungen halten. Aber wieder ganz streng zurück zum Naturrecht. Wenn die Regierung behauptet, sie hat das Recht, die Verhaltensweisen von Männern und Frauen zu regulieren, das tut sie übrigens nicht, aber es erweckt den Anschein, es ist eine Frage der Wahrnehmung wiederum durch die Medien, es erweckt den Anschein, dann würde sie damit behaupten, dass die Handlungsweise, also die Energie, der Körper des anderen wiederum ihr Eigentum wäre. Und das ist absurd. Das wäre die logische Konsequenz, wenn sie das wirklich aufrechterhalten würde, wenn man das unter naturrechtlichen Gesichtspunkten herausfordern würde, diese Haltung. Also Eigentum ist sozusagen das zentrale Objekt von natürlichem Recht. Alles kann als Eigentum betrachtet werden. Alles, was man hat, die eigene Arbeit, das eigene Land, das eigene Haus, die eigenen Kinder und natürlich auch die Frau, da will ich auch was dazu sagen hier. Unter Naturrecht, wie wir das kennen, aus dem Gemeinschaftsrecht von damals, war ja die Frau Eigentum des Mannes. Und da echauffiert man sich heute drüber. Sagt ja, meine Güte, das waren ja noch atavistische Zeiten hier. Aber wo wirklich wenig hingeleuchtet wird, ist die Tatsache, dass die Frau als Eigentum des Mannes natürlich ihm unterworfen war, das ist klar, aber auf der anderen Seite auch Schutz hatte. Und wenn man sich wirklich anguckt, Ehen, das waren ja vor allen Dingen in adligen Kreisen, eher waren das zweckdienliche Angelegenheiten, das waren sozusagen Geschäfte, die gemacht wurden zwischen reichen und einflussreichen anderen Männern hauptsächlich. Ja, es war der Vater immer, der entschieden hat, wen die Tochter heiratet. Und das waren in der Vergangenheit, vor allen Dingen unter den wohlhabenderen Kreisen, immer politische Allianzen, die damit geschlossen wurden. Das war also Sinn und Zweck wirklich. Und dabei ging es nicht um romantische Liebe und um Flitterwochen und so weiter. Nein, das war ein Deal, der oft schon arrangiert wurde, wie Sie ja wissen, in der Wiege. Und damit hat man sozusagen ein Imperium aufgebaut. Damit hat man Allianzen geschafft. Die waren notwendig damals, damit eben bestimmte Menschen sozusagen ihre Rechte durchsetzen konnten und durch die Anwendung ihrer Rechte mehr Wohlstand erreichen konnten. Jetzt, wie moralisch das war, ist eine andere Frage, aber das war natürlich deren Motivation. Und da gab es sowas nicht wie romantische Heirat. Nicht, dass es nicht schön ist, wenn ein Mann seiner Frau diese Art von Aufmerksamkeit schenkt. Aber es ist nicht das zentrale Thema.
in Bezug einer Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern was da wirklich ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass der Mann die Aufgabe hat, das Weib zu schützen. Und er kann das nur, wenn er sagen kann, sie ist mein Eigentum. Das heißt, es kann niemand daherkommen und dann die Früchte meines Eigentums, nämlich zum Beispiel die Knaben und Mädchen, die dann der Frau geboren werden, einfach wegnehmen. Oder dass man die Frau einfach wegnimmt, das Weib einsperrt. Man konnte dann auch den Mann nicht einfach so einsperren, denn der Mann war ja absolut verantwortlich für das Leben anderer. Und wer verantwortlich ist für das Leben anderer, der darf nicht einfach entfernt werden aus der Gesellschaft, ohne dass dann die Gesellschaft, die Gemeinschaft, und damit meine ich wirklich die Lebensgemeinschaft, auch Sorge trägt für dieses Weib und die Nachkömmlinge. Das heißt, die Frau war geschützt dadurch. Und man sagte immer, naja, dann konnte ja der Mann sie missbrauchen und so weiter, wie er wollte. Aber das ist sozusagen, das nennt man einen slippery slope in der Logik. Das heißt, natürlich, man kann immer alles tun. Auch heute können Männer Frauen missbrauchen und sie schlagen. Das passiert ganz häufig. Und Frauen bleiben oft in diesen gewalttätigen Beziehungen, weil sie keinen anderen Weg sehen. Da unterscheidet sich also von den Fakten her, von der Sachlage, das überhaupt nicht. In der Form, wie das damals war, als das Weib das Eigentum des Mannes war. Aber jemand, der seine Frau schlug oder sie misshandelte, der war in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft ganz tief angesehen. Mit dem hat man keine Geschäfte gemacht, wenn das irgendwie mal zur Sprache kam. Das heißt, da war der Ruf ruiniert, da war die Ehre des Mannes ruiniert. Der war nicht ehrenhaft. Das tat man nicht. Und dass man das heute als Möglichkeit herausstilisiert, naja, dann... Die hätten ja alles tun können, dann ist das eben ein slippery slope in der Logik. Das heißt, das ist ein steiler Hügel nach unten. Das heißt, da bauscht man eins auf dem anderen auf und alle diese Dinge entsprechen überhaupt nicht mal den Tatsachen. Ja? Slippery slope, ein Beispiel wäre es, ja, wir müssen den Verkauf von Messern verbieten. Auch von Speisemessern, zumindest Messern aus Stahl. Denn würden wir die verkaufen, dann würden die höchstwahrscheinlich in irgendwelche Hände von Terroristen fallen. Und diese Terroristen würden dann nicht nur ihre eigenen Fäden untereinander mit Messern austragen, sondern möglicherweise auch Angestellte von öffentlichen Ämtern angreifen und verletzen. Und wenn das passiert, ja, dann ist es dann auch nicht mehr weit hinzugehen und den örtlichen Politiker zu erstechen. Und wenn das dann mal passiert ist, dann gehen sie wahrscheinlich gleich hoch bis zur Bundesregierung und erstechen den Bundeskanzler. Ja, das nennt man slippery slope. Das heißt, da wird eins auf dem anderen aufgebauscht, um eine ursprüngliche Maßnahme zu rechtfertigen, wie zum Beispiel die Unterbindung des Verkaufes von Messern. Das ist absurd, völlig lächerlich. Und das muss man so nennen, wie es ist. Es ist absurd und lächerlich. Und diese Art von Logik, die muss man im Keim ersticken heute. Das heißt, wenn jemand Ihnen sowas auftischt, dann sagen Sie dem ganz schlicht und ergreifend, dass der nicht logisch denken kann. Dann sagen Sie ihm ganz einfach, hör mal, was du da sagst, ist Schwachsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. So kann man alles rechtfertigen, indem man alles in den Bereich der Hypothese verschiebt. Also, das Weib war das Eigentum des Mannes, dadurch war es geschützt oder sie war geschützt dadurch, der Mann musste für sie Sorge tragen und weil das Weib auch ein lebendiges Menschenwesen war, konnte er natürlich nicht das natürliche Recht der Frau oder des Weibes brechen. Das heißt, auch da war Gewaltanwendung und Misshandlung ein Bruch des natürlichen Rechtes. Und da konnte es natürlich sein, dass vielleicht dann der Bruder der Frau, ja, dann den Mann zur Rechenschaft gezogen hat dafür. Zum Beispiel in Form eines Duells. Ja, das war dann ganz intern. Das war einfach, hier wurde Naturrecht ausgetragen. Aber das Wichtige war es, dass das Weib nicht einfach weggenommen werden konnte vom Staat. Und auch die Kinder nicht, also die Nachkömmlinge nicht. Und das ist natürlich eine hervorragende Position. Und all das ist verwässert worden und aufgeweicht worden. Und somit stehen heute alle, der Mann hat keine Position der Macht mehr gegenüber der Familie, zumindest in der Regel nicht, weil er genauso wie über seine Person, wie die Person der Frau, dem Staat unterworfen ist und somit die natürlichen Rechte nicht mehr in Anspruch zu nehmen weiß. Ja, das ist also eine große Gefahr. Das heißt, Eigentum ist das zentrale Gebiet im Naturrecht und dort gilt, man soll nicht stehlen. Und das haben wir ja schon auch vorher gesagt. Jetzt kommt natürlich noch etwas hinzu, was wichtig ist im Naturrecht und das ist natürlich das Prinzip der Freiheit. Das heißt,
Die Frage ist, bin ich frei? Frei bin ich dann, wenn ich mit meinem Eigentum das tun kann, was ich tun will. Ohne natürlich einem anderen einen Schaden zuzufügen. Und sollte das passieren, muss ich Ausgleich dafür schaffen. Das haben wir jetzt schon oft genug wiederholt. Und man kann sagen, dass Freiheit und Moralität, dass die in einem engen Zusammenhang stehen. Ja? Je mehr moralisches Verhalten, also das sich einfügen in das Naturrecht, sich vermehrt diese Haltung unter den Menschen, somit vermehrt sich dann auch die Freiheit des Einzelnen. Denn wenn man moralisch handelt, dann respektiert man auch die Freiheit eines anderen. Das heißt, nicht nur die eigene Freiheit wird dadurch vergrößert, sondern auch die eines anderen. Und demgegenüber steht natürlich die Tyrannei und die Sklaverei oder die unfreiwillige Dienstbarkeit. Und das ist ja das, was die Menschen heute oft empfinden, dass sie tyrannisiert werden und unterdrückt werden. Und das stimmt auch, aber die tun das mit einer anderen Art von Naturrecht, und das ist das Kommerzrecht. Und da hat man halt bestimmte Eigentum, hat man das Eigentum der Menschen unter Titel gestellt und handelt dann jetzt eben mit diesen Titeln und dann ganz strengem Vertragsrecht. Also rein streng genommen verstoßen die Staaten und sogar Tyrannen heute nicht gegen das Naturrecht, ganz streng genommen. Aber es ist eine Beugung, es ist eine haarsträubende Beugung. Und so rechtfertigen die das auch. Rein technisch gesehen können sie logisch begründen, dass das kein Verstoß gegen das natürliche Recht ist. Aber es ist auch eine Frage der Empfindung der Menschen. Eine Wahrnehmung des Menschen. Und sie sehen die Effekte. Und wenn ihnen dann ein Richter sagt, naja, wissen Sie, Sie wissen halt einfach nicht, was Sie hier tun müssen im Gericht, darum passiert das, das ist dann auch nicht gut genug. Denn hiermit ist ganz offensichtlich, ist es so, dass also diejenigen, die so eine Handlungsweise der Unterdrückung und des Diebstahls unterstützen, ganz gleich wer das ist, ob die als Richter oder Steuerbeamte tätig sind, spielt wirklich keine Rolle, dass die selber Teil einer wirklich boshaften Energie sind. Und wir wissen ja, dass es Kräfte gibt in dieser Welt, die das Naturrecht zerstören wollen, die den Menschen insgesamt zerstören wollen und vor allen Dingen sein Recht auf Eigentum, die alles für sich selber haben wollen. Diese Kräfte gibt es, das wissen wir, das können wir beobachten, denn sonst würde das nicht passieren, was passiert. Also auch wiederum muss man da ganz analytisch wirklich und logisch denken. Und jeder, der Teil davon ist, der in einer Maschinerie arbeitet, in der er einem anderen etwas nimmt, ohne dessen Einverständnis, ist mitschuldig. Denn das gibt es nicht unter dem Naturrecht, dass man sagen kann, aber das ist nur mein Job. Ich mache hier nur meinen Job. Das gibt es nicht unter Naturrecht. Jeder ist verantwortlich für das, was er tut. Also, das läuft natürlich dann auf den Punkt hinaus, natürliches Recht gegen menschengemachtes Recht. Das ist sozusagen vis-à-vis. Und jetzt wiederhole ich das nochmal der Vollständigkeit halber, um hier wirklich eine gute vis-à-vis-Position zu etablieren. Das Naturrecht basiert auf Prinzipien, die einhergehen mit den Akten der Schöpfung. Also ob das jetzt Gott ist, der den Menschen und die Erde geschöpft hat, oder ob das ein Mensch ist, der etwas schöpft durch seine Tätigkeit, ja, zurück zum Tisch und zum Stuhl als Schreiner, und auf Wahrheit. Und es ist sozusagen harmonisch, weil es auch ganz einfach auf Wissen und Verständnis basiert. Es basiert auf Wissen über das Naturrecht und dem Verständnis der Prinzipien des Naturrechts. Es ist universell. Es ist überall gültig. Es kann nicht einfach außer Kraft gesetzt werden. Man kann versuchen, es zu umgehen, aber das führt letztendlich immer zu großem Schaden. Es ist ewig und es ist unveränderbar. Und es wird existieren und hat existiert vom Zeitpunkt der Schöpfung bis zum Vergehen der Schöpfung. Und jetzt menschengemachtes Gesetz hingegen oder Recht basiert auf bestimmten Konstrukten des Verstandes. Es ist also, hat etwas Künstliches, es ist abstrahiert. Und ich sage nicht, dass das immer was Schlechtes ist. Es ist manchmal sogar notwendig, aber es darf nicht gegen die Prinzipien des natürlichen Rechts verstoßen. Und die Menschen kooperieren mit menschengemachten Gesetzen einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie Angst haben vor Strafe. Das heißt, sie leben ständig in der Angst, mache ich das nicht oder so, dann werde ich bestraft.
Dann komme ich ins Gefängnis. Oder die nehmen mir alles weg, die brummen mir eine Gebühr auf oder eine Strafzahlung und wenn ich die nicht zahlen kann, dann nehmen sie mir alles weg. Das ist diese Angst. Das ist keine gute Basis für eine Rechtsform. Und vor allen Dingen unterscheidet es sich von Ort zu Ort. Also in Tschechien sind die Gesetze anders als in Deutschland. Darum, da sind sie wieder anders als in Amerika. Und dann wieder anders als in Großbritannien oder Indien, China oder irgendwelchen Stämmen in Afrika, die wahrscheinlich eher noch nach Naturrecht arbeiten. Das heißt, es hängt ab von dem Willen des sogenannten Gesetzgebers. Das heißt, es ist ein moralischer Relativismus. Das heißt, es ist nichts Objektives dran. Und jetzt sieht man natürlich heute diese Bestrebungen über die Europäische Union oder den Nordamerikanischen Pakt, dass weltweit alle diese Gesetze, diese Zivilgesetze, gleichgeschaltet werden sollen, gleichgemacht werden sollen. Und damit wollen diese Eliten, diese psychopathischen Bösewichter, nichts weiter tun, als zu rechtfertigen und zu sagen, wir haben hier unser eigenes Naturrecht. Und wenn die Menschen sich das gefallen lassen, dann müssen sie sich dem auch unterwerfen. Das ist leider so. Im Naturrecht muss man auch bereit sein, zu kämpfen für seine Freiheit. Ganz gleich, auf welche Art das wirklich ist, natürlich der Bedrohung angemessen, das ist klar. Und vor allen Dingen verändert es sich, menschengemachtes Gesetz, ja, heute gilt dies, morgen gilt was anderes. Ja, oder es wird rückwirkend auf einmal eine Steuerpflicht erhoben, was vor 10 Jahren nicht steuerpflichtig war, auf einmal ist es steuerpflichtig. Da sieht man, das ist nichts weiter als Relativismus, das gibt einem keine Sicherheit. Und man schwimmt sozusagen mit menschengemachten Gesetzen. Und das tun natürlich die Menschen heute hauptsächlich, weil sie den Bezug verloren haben zum Naturrecht und somit natürlich auch zu ihrem spirituellen Ursprung. Oder sagen wir es andersherum, weil sie den Bezug verloren haben zu ihrem spirituellen Ursprung, zu ihrem wirklichen Wesenskern, haben sie auch den Bezug zu den unveränderlichen, ewig gültigen Prinzipien der Natur verloren. Und sie kennen nur das, was heute unter menschengemachten Gesetzen verbreitet wird. Und das wird ja auch im Fernsehen ständig verbreitet, ja, die ständige Erklärung. Dann gibt es da diese Rechtssendungen über irgendwelche Anwaltskanzleien oder Polizeisendungen, Krankenhaussendungen. Alles hat immer was mit Recht zu tun. Und überall immer da, wo es um Rechtsfragen geht, geht es um, ja, der Anwalt, der Anwalt, der Anwalt, der Anwalt. Im Naturrecht gibt es das nicht. Da gibt es keinen Anwalt. Da gibt es vielleicht jemanden, der für einen spricht, weil man eine Sprachbehinderung hat oder zu alt ist. Der ist dann direkt auch verantwortlich, aber es ist kein Anwalt. Das ist also kein Offizier oder Angestellter des Gerichts. Man muss ja wissen, dass Anwälte Offiziere des Gerichts sind oder Angestellte des Gerichts sind und ihre erste Allianz mit dem Gericht liegt und nicht mit den Kunden. Das heißt, Anwälte dürfen nichts tun, was der sogenannten öffentlichen Rechtsnorm widerspricht. Das darf man nicht vergessen. Und im Naturrecht gibt es keine Anwälte. Dann kann man jetzt natürlich mal gucken, wie logisch das überhaupt ist und auf welchem Fuß menschengemachte Gesetze wirklich basieren. Jetzt, wenn man behauptet, dass menschengemachte Gesetze in Einklang sind mit Naturrecht, dann folgt daraus logisch, dass sie überflüssig sind. Denn das würde ja bedeuten, dass sie nichts weiter tun, als das noch einmal hervorzuheben, was sowieso gültig ist. Das heißt, es ist nicht notwendig, es ist überflüssig. Und wenn jetzt aber menschengemachte Gesetze und Regeln in Opposition sind zum Naturrecht, das heißt, wenn sie nicht die naturrechtlichen Prinzipien aufrechterhalten, dann sind sie ganz einfach deswegen ungültig und überflüssig, weil sie falsch sind, weil sie immoralisch sind. Ja, und weil sie höchstwahrscheinlich in ihrer Anwendung einem anderen etwas ohne dessen Einverständnis stehlen. Das heißt, es gibt nur natürliches Recht wirklich. Und ganz gleich, ob man jetzt sagt, hier, das Gesetz ist im Einklang mit natürlichem Recht, ja, dann brauche ich es nicht. Denn das Naturrecht deckt das schon ab. Oder aber, ich mache ein Gesetz und es zeigt sich in seiner Wirkung, dass es gegen Naturrecht ist, dann ist es auch falsch und muss abgeschafft werden. Das heißt, menschengemachte Gesetze unterstützen Naturrecht, dann kann man sie gleich weglassen, oder aber sie tun das nicht.
Und dann sind sie schädlich. Dann sind sie gegen Naturrecht und müssen abgeschafft werden. Jetzt, das ist mit einer Einschränkung, bitte gesagt, und zwar ganz einfach deswegen, weil Verträge, die man eingeht, können natürlich Naturrechtliches gewissermaßen umgehen. Aber wenn solche Verträge unterzeichnet werden und man das aus Unwissenheit tut, dann ist es einfach falsch von der Seite, die einem so einen Vertrag anbietet, überhaupt solche unmoralischen Aspekte mit einzubringen. Und das gibt es natürlich, ja. Also unter dem Naturrecht kann man auch dann aus solchen Verträgen rauskommen. Die Frage ist nur, wie setzt man es durch? Das ist die andere Frage. Also man kann aber zusammenfassend sagen, dass menschengemachte Gesetze insgesamt völlig irrelevant und unnötig sind. Das heißt, werden die etabliert, geht es dabei um einen Kontrollmechanismus. Das kann man mal pauschal sagen. Es gibt bestimmte Ausnahmen. Unter natürlichem Recht hat jeder Mann, jede Frau, jeder Knabe, jedes Mädel genau die gleichen Rechte. Niemand hat mehr, niemand hat weniger, weil alle sind lebendige Menschen und niemand hat das Recht, einem anderen irgendein Recht abzusprechen. Das heißt, das ist klar, braucht man nicht weiter einzugehen. Und das sind einfach Eigenschaften, diese Rechte sind Eigenschaften des Menschen, die uns mit unserer Geburt an mitgegeben wurden. Das ist ein Zeichen von natürlichem Recht. Jeder ist gleich. Und wenn man jetzt unter dem Naturrecht sich einmal anguckt, wie zum Beispiel, was sind Regierungen, dann ist das nichts weiter als Menschen, die gemeinsam im Einklang miteinander agieren. Das heißt, die Moralität oder die Rechtmäßigkeit oder die Gültigkeit einer Regierung ist nicht mehr oder weniger als die Moralität, die Gültigkeit der Handlungen der einzelnen Menschen, aus der sie sich zusammensetzt. Ja, denn wir wissen schon, eine Fiktion hat selber kein Leben. Das heißt, es sind die Menschen, die sie operieren, die das Ganze entweder gültig machen oder ungültig machen. Und stehlen ist ungültig. Stehlen ist gegen natürliches Recht und bedeutet, dass die ganze Regierung oder die ganze Institution als solche unrechtmäßig ist. Und wenn die nicht selber dafür sorgt, dass sie sich sauber hält und rein erhält, dann ist die ganze Sache korrupt und böse. Und da ja eine Regierung sich aus Männern zusammensetzt und auch Frauen heutzutage, ist die Autorität der Regierung nicht höher als die Autorität, die die einzelnen Männer, aus denen sie sich zusammensetzt, selber haben. Das heißt, bloß weil sich eine Gruppe von Menschen in einem Verband zusammenschließen und das dann inkorporieren, heißt es nicht, dass diese Inkorporation, also diese Fiktion, dann auf einmal mehr Rechte, mehr Autorität hat als die einzelnen Männer selber, aus denen diese besteht. Das ist logisch. Denn wo kommen die her? Da muss man sich ein paar Begriffe mal angucken, wie zum Beispiel das Wort Judikative oder in Englisch Jurisdiction. Ja, das kommt vom Lateinischen. Das Jus und Dictere, Judikative. Das heißt, bedeutet nichts weiter als das zu sagen, was das Recht ist. Aber das obliegt kein Mann hat das Recht zu sagen, was das Recht ist, denn jedermann kennt das Recht und das ist natürliches Recht. Begriff Autorität zum Beispiel, ja, Authority, Autorität, ist eine Illusion einer krankhaften, hinsiechenden Psyche von jemandem, welche ganz absolut auf Gewalt basiert und aufgebaut ist auf dem fehlerhaften und dogmatischen Glauben, dass einige Menschen Herren sind und andere, also die ein moralisches Recht haben, anderen Befehle zu erteilen, und andere Sklaven sind, die eine moralische Obligation oder Verbindlichkeit hätten, diesen Befehlen des Herrn Folge zu leisten. Das ist Autorität. Ja? Was ist dagegen eine natürliche Autorität? Nun, eine natürliche Autorität ist nicht jemand, der seine Autorität etabliert, indem er andere herumkommandiert, sondern das ist jemand, der anerkannt wird, ohne sein eigenes Zutun wirklich, an den sich Menschen wenden, ihn um Rat fragen, ihn um Hilfe bitten. Ja, das kann
Wissensautorität sein oder aber eine emotionale Autorität. Ja? Das heißt, das ist freiwillig gegeben und kann auch freiwillig wieder entzogen werden, wenn sich herausstellt, dass dieser Glaube falsch platziert war. Das ist eine, nennt man eine natürliche Autorität. Aber heute, wenn man sagt, die Autorität der Regierung, dann ist das nichts weiter als krankhaft und führt dazu, dass die Menschen sich sozusagen einlullen lassen in einen Status der unfreiwilligen Dienstbarkeit. Und das basiert natürlich letztendlich auf dem Gedanken, dass ein Mann Gott zu Gott werden kann. Und schlicht und ergreifend durch die Judikative, dadurch, wie er Gesetze verkündigt. Und es ist natürlich ebenso abstrus und lächerlich. Nun, dann kann man natürlich jetzt sagen, naja, aber hätte man keine menschengemachten Gesetze, ja, dann gäbe es Anarchie. Der will hier, dass das Chaos regiert. Und man setzt also hier Anarchie mit Chaos gleich. Und da ist auch wiederum, ist eine riesige Verständnislücke. Und weil diese Verständnislücke existiert, werden die Menschen also begrenzt in ihren Möglichkeiten, einfach weil sie einen falschen Glauben haben, eine falsche Meinung haben hier. Anarchie hat wirklich nichts damit zu tun. Das Wort Anarchie heißt nichts weiter als ohne Meister, also ohne Herrscher. Es kommt aus dem Griechischen. An, ohne, und Archon ist der, wie sagt man, der Herrscher. Also Anarchie heißt ganz einfach ohne Herrscher. Das heißt, keine Herrschenden und keine Beherrschten. Und da geht dann oft einher die Angst natürlich vor totalem Chaos. Und man denkt, dann gehen alle Leute daher und fangen an, sich gegenseitig umzubringen und zu stehlen und zu plündern und so weiter. Nun, wer das tut, der verstößt gegen Naturrecht. Und wer in der Art und Weise das Eigentum eines anderen dann angreift und mit Beschlag belegt, der muss dann auch damit rechnen, dass er erschossen wird. Das ist Naturrecht. Wer stiehlt und plündert, der muss damit rechnen, dass in einem solchen Akt des Stehlens und der Plünderung er oder anderweitiger Gewaltanwendung er erschossen wird oder anderweitig eliminiert wird oder stillgelegt wird auf permanente Art und Weise. Das ist das Risiko. Und da, glaube ich, gibt es sehr wenig Chaos oder Chaos nur für eine kurze Zeit, wenn sich die Menschen darauf besinnen, jetzt werden wir unsere Rechte wieder selbst in die Hand nehmen und durchsetzen. Und erst einmal kann das zu einem gewissen Unruhen führen, aber das wird sich dann regeln, solange sich die Menschen nicht wieder einen neuen Herrscher aufbinden lassen. Ja, das ist natürlich die Frage. Das heißt, da wird sehr viel an die Selbstverantwortung appelliert der Menschen. Und natürlich ist da die berechtigte Frage, ob das heute Menschen überhaupt noch können. Das ist eine große Frage. Ja, na gut, das können wir hier heute nicht lösen. Aber dieses Kontrollsystem existiert deswegen, weil Möglichkeiten begrenzt werden. Das heißt, der freie Wille des Menschen, schöpferisch tätig zu sein, wird dadurch vereitelt oder an der Durchführung gehindert, weil die Möglichkeiten, die er eigentlich hat in einer freien Welt, ständig durch menschengemachte Gesetze begrenzt werden. Und auch natürlich durch die Handlungsweisen bestimmter elitärer Kreise, ja, die Verknappung von Rohstoffen, die Verknappung von Geld, ja, die Verschlechterung von Nahrungsmitteln. Das alles, was in diesem Stile gemacht wird, bedeutet eine Verknappung. Das heißt, man limitiert die Möglichkeiten, die der Mensch hat, und begrenzt somit seine freie Wahl, seinen Willen frei zur Anwendung zu bringen. Und somit werden die Menschen natürlich in eine Position der Abhängigkeit gedrückt, wo dann in einer solchen Position schnell ein Ruler oder ein Herrscher daherkommen kann und sagt, hört mal, wir regeln das schon für euch. Also Freiheit bedeutet auch die unbegrenzte Anzahl von Möglichkeiten. Und das bedeutet natürlich auch die Möglichkeit von Chaos. Das heißt, Chaos kann durchaus mal möglich sein und passieren. Es gibt Menschen, die gehen sehr häufig durch eine Situation des Chaoses, und das muss natürlich, darf nicht einfach ausgeschlossen werden aufgrund von Angst oder dogmatischem Glauben, ja, dass man dann Herrscher da einsetzt und die dann beauftragt zu versuchen, Chaos zu verhindern. Vielleicht sind sie es gerade, die im Moment das Chaos herbeiführen aufgrund bestimmter politischer Handlungen. Also Chaos darf man nicht, davor darf man sich nicht fürchten, denn es birgt auch die Möglichkeit einer Veränderung, aber jeder will natürlich so weit wie möglich ein friedliches und harmonisches Leben haben. Und das
gehört eben auch mit dazu in die unbegrenzten Möglichkeiten. Ja? Das heißt, will man kein Chaos, und das ist das, was die Menschen heute nicht wollen, dann muss man sich jemandem unterwerfen, der einem das verspricht. Und wenn dieser dann auch die anderen unbegrenzten, positiven Freiheiten begrenzt, ja, dann muss man diese Pille auch mitschlucken. Jetzt, Imagination, Vorstellungskraft spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Gestaltung unseres Lebens geht. Auch ganz besonders in den rechtlichen Herausforderungen, die wir heute haben. Denn wenn man etwas avisiert, wenn man sich etwas vorstellt, wenn man etwas zum Leben erwecken will, eine Idee zum Beispiel durch Handlungen, dann muss man davon ausgehen, dass es fehlschlägt, oder nicht davon ausgehen, aber da muss man die Möglichkeit mit einbeziehen, sagen wir das so, dass das fehlschlägt und dass hinterher Chaos resultiert. Ja, es gibt Geschäftsleute, die haben eine tolle Geschäftsidee und verschulden sich über beide Ohren mit Banken und machen ein neues Darlehen auf ihr Haus und so weiter. Und das ganze Geschäft geht pleite, es ist viel Geld investiert worden und jetzt kommt die Bank daher und nimmt dann alles weg. Dann kann man sagen, das ist, soweit es ihn betrifft, Chaos. Aber ist es das wirklich? Oder ist es nicht weiter als die Konsequenz, dass etwas nicht ganz so hingehauen hat, wie es hinhauen sollte? Ja? Und jemand, der Angst vor sowas hat, der sollte dann nicht Geschäftsmann werden. Oder kann zumindest nicht erwarten, dass er ein sehr reicher Geschäftsmann wird, ganz einfach deswegen, weil seine Vorstellungskraft zu begrenzt ist und er vor allen Dingen auch risikoavers ist, also risikoscheu ist. Das heißt, Chaos, das ist so ein merkwürdiger Begriff, ein Begriff, vor dem wir uns fürchten, weil so viel Unbekanntes in ihm enthalten ist, weil wir nicht genau wissen, was passiert. Was wird passieren in dem Chaos? Was passiert morgen? Das ist wirklich die Angst. Und das ist natürlich, damit stirbt die Vorstellungskraft, damit stirbt die Imagination des Menschen. Weil er nur noch auf Sicherheit bedacht ist, nur noch risikoscheu ist, risikoavers ist und sich nichts traut. Und wer sich nichts traut, risikoscheu ist und keine Vorstellungskraft mehr hat, kein Vorstellungsvermögen mehr hat, bezüglich der Möglichkeiten, die er natürlich auch in holotropischer Ebene hat, naja, der ist natürlich Sklave. Der ist nichts anderes als ein Sklave. Und dann gibt es diejenigen, die alle diese Dinge über die Wahrnehmung eben kontrollieren. Das heißt, Furcht vor Chaos, das wird natürlich sehr stark geschürt, auch jetzt durch diese angeblichen Terrorattacken überall in der Welt. Das heißt, die Menschen wollen sich schützen, die Menschen rufen nach einer starken Hand, die eben sozusagen dann ihnen diese Sorge abnimmt. Und wenn man das tut, dann muss man auch die bittere Pille schlucken. Es geht nicht anders. Und es ist sogar so, dass die Menschen, obwohl sie oft verstehen, dass sie eigentlich natürliche Rechte haben, dann trotzdem durch ihre Angst von Chaos, von Unordnung, tatsächlich einer Regierung die Autorität und die Macht zusprechen, die sie selber für sich gerne hätte. Und das fängt schon damit an, dass wenn mein Nachbar seine Musik zu laut aufgedreht hat und ich rufe die Polizei. Damit fängt es doch schon an. Warum gehe ich nicht selber hin, spreche mit ihm? Wenn man immer gleich zu einer Autorität hinrennt, um sich zu schützen, um Sicherheit zu erfahren, dann zeigt man, dass man eben nicht in der Lage ist, wirklich das natürliche Recht für sich selber in Anspruch zu nehmen und natürlich auch damit dann die ganzen Vorteile zu genießen, nämlich Eigentum, Wohlstand und Unabhängigkeit. Also alles hat zwei Seiten und das muss man sich gut überlegen. Es folgt daraus logisch, dass jemand, der glaubt, dass Regierungen notwendig sind, dass eine Art von Sklaverei und unfreiwilliger Dienstbarkeit auch notwendig ist, das heißt, dass man einen anderen unterwerfen kann, das glaubt er dann. Das ist bei Implikation, ist das die logische Schlussfolgerung. Man kann nicht das eine glauben und das andere nicht. Das ist unlogisch. Das heißt, entweder das eine oder das andere. Man kann nicht sagen, eine Regierung ist legitim durch die Handlungen, welcher Sklaverei verursacht wird, und dann sagen, ja, Sklaverei ist unrechtmäßig. Das geht nicht. Das heißt, klagen Sie vor einem Gericht der Regierung gegen Sklaverei oder gegen die eigene Sklaverei, dann ist das schon in sich selber ein Widerspruch, ganz einfach deswegen, weil das ganze System auf Sklaverei aufgebaut ist und sozusagen die Benutzung des Gerichts einem Sklaven zusteht und er somit ein Sklavenrecht in Anspruch nimmt und selber sagt, er ist Sklave. Und so sind diese logischen, intellektuellen Fallen überall mit eingebaut, dass man sozusagen
dem Menschen, das, was der Mensch tut, ständig ad absurdum führen kann. Und deswegen sagen sie ständig, das ist nicht einlassungsfähig und das ist nicht einlassungsfähig und das ist Unsinn und so weiter. Das ist der Grund. Das ist ganz einfach, weil wir innerhalb des Systems versuchen, einen Mechanismus zu finden, der sozusagen das System in einem bestimmten Fall aushebelt für uns. Und das ist eine unlogische Handlungsweise. Entweder bin ich im System, dann nutze ich das, was es hat und nutze das in der richtigen Art und Weise. Oder ich bin außerhalb, oder aber ich stehe mit einem Bein im System als Person und mit dem anderen stehe ich als natürlicher Mensch unter meinem Naturrecht und mache hier den Unterschied klar. Und das kann man natürlich immer tun. Und das ist wahrscheinlich das, was auch am, oder das ist das, was am erfolgreichsten ist. Also, wer glaubt, Regierungen sind notwendig, und der glaubt, dass die Regierungen heute tyrannisch sind, der glaubt auch, dass Sklaverei notwendig ist und dass das korrekt und richtig ist. Und dem kann man nicht mehr helfen. Jeder, der unter Naturrecht sich darauf beruft, dass er den Anordnungen eines anderen folgt und durch seine Handlungsweise ein Unrecht verursacht, ist schuldig. Er ist derjenige, der die Handlung tut und nicht derjenige, der ihm den Auftrag dazu gibt. Er ist derjenige. Der ist schuldig. Das ist natürlich, wir sprechen über Naturrecht, betone ich immer wieder. Es gibt andere Rechtsprinzipien, wie zum Beispiel das von Auftraggeber und Erfüllungsgehilfe. Und die sind vertraglich eingeführt und vertraglich geregelt. Und da kann man dann nicht daherkommen, bloß weil man einen Vertrag nicht mag und sagt, ja, aber unter Naturrecht geht das nicht. Das kann man nur, wenn der Vertrag per se so angelegt wurde, dass er einen verletzt. Also jeder muss wissen, welche Verträge er unterschreibt. Das Naturrecht soll jetzt nicht dazu dienen, dass man sich aus den Verträgen herausstiehlt, sondern man muss gucken, was für Heilungsmöglichkeiten es gibt innerhalb eines Vertrages oder eines Rechtssystems. Und wenn es dort keines gibt, dann kann man sein eigenes wählen. Das ist ganz einfach so. Wer einfach nur Befehlen folgt, dieses Prinzip, dass ich tue nur meinen Job, das ist das Prinzip, was Massentötungen verursacht hat. Das ist das Prinzip, was, ich weiß nicht, 100, 200 Millionen Menschen im letzten Jahrhundert das Leben gekostet hat, nur aufgrund von Kriegen. Das ist das Prinzip. Ich befolge nur Befehle. Das heißt, es sind nicht diejenigen, die das angeordnet haben, sondern es sind diejenigen, die daran glauben, dass sie dieser Anordnung Folge leisten müssen, die den Schaden angerichtet haben. Und das ist, wenn man das mal genau durchdenkt, ein katastrophaler Zustand. Jetzt gibt es natürlich so etwas wie die moralische Schuld, die jemand hat, und das ist derjenige, der verantwortlich ist, oder dass Handlungen in einem Vergehen gegen das natürliche Recht resultiert haben. Ja, das ist dann natürlich, in dem Fall ist es der Befehlsgeber, aber auch der Befehlsnehmer natürlich. Letztendlich ist es aber so, dass der, der Anweisungen befolgt und sagt, das ist nur mein Job und die ausführt, wie ein Polizist, ja, oder ein Soldat, der einen anderen erschießt, wirklich derjenige ist, der mehr Schuldhaftigkeit zu tragen hat. Denn es ist er, der letztendlich den Schaden verursacht. Und jemand, der ein Gewissen hat, der kann nicht einfach sagen, ich tue das, weil es meine Anweisungen sind. Jemand, der ein Gewissen hat, dass ich nicht einfach andere Menschen töte, dann gehe ich nicht als Polizist daher oder als SWAT-Team, ja, ramme seine Tür ein, bloß weil er eine Steuerrechnung nicht bezahlt hat, werfe ihn zu Boden, schrei ihn an, setze seine Kinder in Angst und Schrecken, und wenn der sich dann irgendwie wehrt oder eine falsche Bewegung macht, dann habe ich das Recht oder den Befehl, den zu erschießen. Und ich tue das dann auch noch. Der ist natürlich schuldig, der das getan hat. Es ist derjenige, der das getan hat. Er hätte jederzeit den Befehl verweigern können. Er hätte sagen können, nein, das tue ich nicht. Das geht nicht, das ist gegen natürliches Recht. Das hätte er sagen können. Das hätte er sagen müssen. Und hinterher kann er dann sagen, kann er sich sozusagen der Verantwortung entziehen, indem er sagt, das war mein Befehl. Oder ich bin hier nur Anordnungen gefolgt und der hat sich bewegt, hat sich falsch bewegt und ich dachte, er zieht eine Waffe und ich habe ihn erschossen. Und der Auftraggeber, der Police Commissioner oder der Staatsanwalt, der kann sagen, ich habe das nicht gemacht, ich habe lediglich die Anweisungen gegeben, die sollen da eindringen und gucken, was sie dort finden können. Ich habe niemals gesagt, dass sie den erschießen wollen, aber wenn natürlich Gefahr für Leib und Leben besteht in den Augen des Polizisten, dann muss er sich natürlich verteidigen.
Das heißt, so entledigt sich jeder der Verantwortung. Und man muss Verantwortungen übernehmen, oder man hat die Verantwortung, man muss sie nicht nur übernehmen, man hat sie ganz einfach in dem Moment, wo man etwas tut. Man hat Verantwortung und muss auch zur Rechenschaft gezogen werden können für die Konsequenzen der eigenen Handlungen. Das heißt, die schwache Ausrede, das ist nicht meine Verantwortung, das ist die meines Vorgesetzten, das ist die schwächste, die es überhaupt gibt auf dieser Welt, und sie hat keinen Funken an Wahrheit in sich und sie hat auch keine Rechtfertigung. Es gibt keine Hintertüren diesbezüglich. Wer etwas tut, der ist verantwortlich. Und ein Unrecht kann nicht delegiert werden. Denn ich habe nicht das Recht, wenn ich nicht das Recht habe, als Mensch, einem anderen ein Unrecht zuzufügen, dann hat das auch niemand, der eine Regierungsposition bekleidet. Und dann kann er auch dieses Unrecht nicht an jemanden weiter delegieren, wie zum Beispiel einen Polizisten. Das geht nicht. Das heißt, man sieht sehr schnell, dass diese menschengemachten Systeme auf sehr schwachen Füßen stehen, wenn es um die allgemeine Regulierung geht. Das heißt, wer sich immer nach der Pfeife eines anderen tanzt, der kann sich am Ende des Tages auch nicht beschweren, wenn er nicht wirklich etwas zustande gebracht hat, was für ihn wichtig ist. Und jetzt kommen wir abschließend noch auf etwas hinzu, und das ist natürlich Selbstsabotage oder Selbsthass oder sich selbst nicht grün sein, sich selbst verabscheuen. Das ist oft eine Ursache oder kann es auch verursachen, dass Menschen ihre eigene Verantwortlichkeit abgeben, dass sie sozusagen, die existiert nicht. Und dass sie aus diesem Grund dann in dieses Muster hineinverfallen von, ich folge jetzt einfach Befehlen. Ja, der sagt mir das, also tue ich das. Ja, ohne dass er das eigentlich für gut hält, ohne dass er das eigentlich für richtig hält. Und das führt natürlich immer mehr dazu, dass man eine immer geringere Selbstwertschätzung hat und dann natürlich auch dazu beiträgt, dass man anderen dann ebenso auf den Schlips tritt und die so behandelt, so dass die in eine Art von Angst kommen, dass die anfangen, sich selbst nicht mehr grün zu sein und sich selbst zu sabotieren. Und das alles ist ein Resultat von Trauma. Das heißt, im Unterbewussten ist der Mensch heutzutage tief traumatisiert, ganz einfach deswegen, weil er die Welt nicht versteht. Und er versteht sie nicht, weil das, was passiert, oder zumindest die Wahrnehmung, die der Mensch hat über die Welt, so detrimental, also so gegensätzlich zu den natürlichen Prinzipien, die in jedem Menschen tief innen drin innewohnen, leben, so vorhanden sind, dass er gar keine andere Möglichkeit hat, als eine Art von gesplitteter Personalität zu entwickeln. Denn was in der physischen Welt oder was der Mensch da denkt, was da passiert, was da richtig ist, was da die Gesetze sind, ist so im Widerspruch zu dem, was er als menschliches Wesen tief innen drin fühlt. Und das verursacht Trauma. Und dieses Trauma verursacht Willensschwäche. Und das verursacht natürlich, dass man lieber den Kopf in den Sand steckt und tut, ich will bloß in Ruhe gelassen werden. Wer in solchen Zeiten noch denkt, er will in Ruhe gelassen werden und nicht etwas tut für eine Zukunft, für etwas, wovon er glaubt, dass das richtig ist und gut ist für die Zukunft, der nimmt dran teil an diesem Verfall. Denn wer sich schon mal bewusst ist, dass etwas nicht richtig ist und dann nichts tut, das muss ja jetzt nicht da großartig sein und schon gar nicht sollte das was öffentlich Wirksames sein oder ja der Publizität, sondern ganz einfach, wie man sein eigenes Leben gestaltet, wie man seine Kinder erzieht, dass man das an den Grundlagen anpackt, dass man die Prinzipien versteht, ja, dass man andere zur Rechenschaft zieht, dass man selbst auch Verantwortung übernimmt. Wer das nicht selber lebt, und zwar täglich in jedem kleinen Aspekt, der kann auch nicht erwarten, dass sich etwas ändert. Der wird zum Teil dieses Problems. Und ich glaube nicht, dass hier irgendjemand Teil dieses Problems sein will. Hoffe ich zumindest nicht. Wissen kann ich das natürlich nicht. Das heißt, man muss eine Art Selbstrespekt entwickeln, und wer hat das? Wer kann sich in den Spiegel gucken und wirklich ganz ernsthaft sagen, ja, ich respektiere mich für das, was ich tue, für das, was ich bin? Kann ich das? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und wie gesagt, Arroganz, da muss man auch aufpassen, das ist ein Teil von Ignoranz. So, auch wenn man natürlich so frei ist und unter Naturrecht operiert und man merkt, der andere, der tritt einem doch jetzt zu nahe und das alles ist zu viel und ich verstehe jetzt aber die Prinzipien auch gar nicht, dann ist ein einfaches Nein, das Wort Nein,
einfach dann auch genug, um dem anderen zu sagen, ich will das nicht. Also das hier heute, Einführung in das natürliche Recht, was als Grundlage dient für alles andere, was wir in der Zukunft besprechen werden. Und das nächste Mal sprechen wir, was in 3 Wochen stattfinden wird, sprechen wir dann über die Prinzipien im Vertragsrecht und was für eine Auswirkung das hat auf das natürliche Recht. Denn das übernächste Mal sprechen wir über Treuhandrecht. Vielleicht kriegen wir Vertragsrecht und Treuhandrecht zusammen, das müssen wir gucken. Aber dann auf jeden Fall eine Extrasitzung wird dann auch dem Admiralitätsrecht gewidmet und was das für eine Bedeutung hat im Kommerz.